Jetzt sollte man uns hören können, hoffe ich. Hören? Sehen? Noch nicht sehen? Sehen, ja. Okay. Ja. Ich schiele auf Sandras Bildschirm. Nicht abgucken. Nicht abgucken. So eine bist du also gewesen in der Schule. Also, sofort die Ordner aufgestellt. Ich war immer nur so, wow. Ja, Bild und Ton ist da, okay. Feedback aus dem Chat war schneller als ihr. Hallo. Ich sehr gut. Also ich brauche meine Charaktere. Wer bist du überhaupt? Wer bist du? Herzlich willkommen. Das ist sehr schön. Herzlich willkommen zu, ich glaube, es ist Folge 9 von The Wild Beyond the Witchlight. Ja, 9. Und wir sind in Kapitel 3. Yay! In drüben. Ja. In drüben. In drüben. Oder thither. Thither. Wie geht's euch? Wir sind alle ziemlich müde heute. Also, sobald ich den Kaffee und die Cola intus habe, vielleicht. Das stimmt, vielleicht sind wir dann wach. Mal gucken. Aber ansonsten glaube ich ganz gut. Ja, ich fühle mich leichter, Haare sind ab. Das stimmt. Das heißt, sie steht hier sehr, sehr gut. Das sieht man leider im Stream nicht so doll, weil ja, es ist einfach sehr schwarz gekleidet. Ich habe tatsächlich auch was Buntes an, aber hier oben bin ich sieht man leider nicht. Nee. Dafür müsstest du stehen auf dem Stuhl. Vor allem ist es an den Füßen. Was ist das von den Hüften auf dem Stuhl? Auf dem Stuhl? Hier fängt das Pink an. Naja. Okay, ich weiß, ich habe einen Goff. Alles hier oben ist Goff. Ja, ziemlich. Schon, ja. Aber es steht dir sehr gut. Dankeschön. So, ja, es ist auch wieder über einen Monat her, dass wir gespielt haben. Ich habe schon mitbekommen, dass meine Spielerinnen einiges vergessen haben. Nicht die wichtigen Sachen. Nein, den Plan vor allem nicht, den ihr hattet. Der Plan. Von dem du ja nichts mehr weißt, deswegen kannst du gar nicht den hier machen. Ja, ich überlege halt, ob wir irgendwas zum Ankündigen haben, aber eigentlich nicht, ne? Nö. Es steht auch nicht so viel angelegt, deswegen... Wir sind nicht auf der Gamescom. Oh. Ich sehe überall die ganzen Leute, die sich für die Gamescom vorbereiten und ich sitze hier und denke mir, oh, ja, nee. Dieses Jahr nicht. Ja, nee. Daher würde ich sagen, steigen wir direkt ein in diese wundervolle Feywild-Welt. Letztes Mal seid ihr nach drüben gekommen. Da war das Gras viel grüner. Schon ein bisschen. Es war ein schöner, düsterer, aber eigentlich ganz hübscher Wald, in dem ihr angekommen seid. Weniger sumpfig. Weniger Wasser. Und ihr habt einige Leute auch schon getroffen. Und Kreaturen. Zuerst habt ihr Nip getroffen. In seiner Höhle. Wo er aus Gold Dinge gesponnen hat. Von dem ihr auch schon ein paar Dinge erfahren habt. Ihr habt ein paar Feen getroffen und ihnen geholfen und sie vor bösartigen Ziegen gerettet. Ihr habt die Ausreißerbande getroffen. Und Stern gefunden. Genau, ihr habt Stern gefunden. True. Das kleine Displacer-Beast-Kätzchen. Ihr habt bei der kleinen Eiche habt ihr die Ausreißerbande mit Will getroffen. Mit dem er einen großartigen Plan geschmiedet hat. Ich habe den Plan hier aufgeschrieben. Oh, du hast ihn aufgeschrieben. Ich bin stolz auf dich. Ich habe ihn nicht abgeschrieben von dir. Sie hat ihre Notizen nicht geteilt. Hast du nicht gemerkt? Sie ist eine von denen. Ich gehe auch alleine hin. Oh, alles klar, dann mach das mal. Viel Erfolg. Aber bevor ihr nach Loom Lurch wolltet, um die anderen Kinder zu retten, die noch von Scabbatham Nachtschatten gefangen gehalten werden, habt ihr euch aufgemacht, ein Einhorn zu treffen? Mit einer wundervollen Kostümierung. Habt Lamorna das Einhorn getroffen? Das war ein krasses Cosplay, ja. Das war ein sehr krasses Cosplay, das stimmt, ja. Täuschend echt. Täuschend echt. Habt mit Lamorna gesprochen. Habt auch erfahren, dass... Ihr habt auch das Alicorn gefunden. Mhm. Das wichtige, wichtige Alicorn. Das war eine Kostümbrille. Das war so toll, ich konnte zwei Haken an meine Liste machen. Endlich, oder? Ja. Du hast eine Liste? Ich habe eine Liste mit den Sachen, die wir suchen. Ich weiß. Ich suche nicht so viele Sachen. Während ihr mit Lamorna gesprochen habt, wurde sie angegriffen. Von irgendeinem komischen Typen in Kapuze, der danach auch abgehauen ist. Nachdem Lamorna abgehauen ist. Und dann seid ihr zur kleinen Eiche zurück und habt beschlossen, dass ihr jetzt noch abwartet, rastet und
nach eurer Rast euch in Richtung Loom Lurch aufmacht. Ja. Ich gestehe, dass meine Notizen vom Plan nicht ganz sinnvoll sind. Wer weiß, vielleicht war der Plan auch wenig sinnvoll. Ich habe aufgeschrieben, Wills Plan, im Westen angreifen. Dort stehen viele Vogelscheuchen, die anfangen zu schreien, wenn jemand kommt. Sag mal von Anfang an, ich muss mir einmal mit der Karte zusammen angucken. Wir sollen im Westen angreifen. Sie sollen, ich weiß nicht, wer im Westen, irgendjemand greift im Westen an. Dort stehen viele Vogelscheuchen, die anfangen zu schreien, wenn jemand kommt. Ah, ja, ja. Das ist die Ablenkung, glaube ich, wenn die Kinder machen. Will kommt durch die Küche. Und wir sollten über den Goblinmarkt nach einem Treffen mit Nachtschatten ausmachen. Und dann verstehe ich das nicht mehr. Ich verstehe nicht, was sie ausmachen soll. Ja, treffen mit Skybacker. Achso, ja. Alles klar. Also der Plan war, The Approach. Bobby, Sloane, Senor und Stern werden vom Westen, von dem Wald im Westen aus sich anschleichen und in gewissem Abstand warten. Wer nochmal? Die Kinder. Bobby, Sloane, Senor und Star. Die und Stern. Mhm. Die Kinder. Und Stern. Sloane, Senor und Stern. Star. Bei mir steht halt Star. Ja. Hier. Und die würden sozusagen außerhalb der Reichweite der Vogelscheuchen warten. Und sie noch nicht alarmieren. Mhm. Will? Ah ja, stimmt. Will vom. Ich hab die Zahlen da nicht, ne? Vom. Von drumrum aus vom Osten hier rein in die Küche. Ja, das ist die Küche. Okay. Ihr geht zum Goblinmarkt. Der ist da vorne bei den. Das ist hier. Gegenüber von dem Vogelscheuchenzeug. Quasi. Dann ist alles im Wasser gelandet. Sieht aber aus, als wäre nass geworden auf einmal. Deswegen kurze Haare. Das landen sie nicht immer im Essen oder im Trinken. Das hilft. Und ihr tut so, als wärt ihr Reisende und würdet gerne Skabatha treffen. Und der Chef vom Goblinmarkt wird dann ein Treffen mit euch arrangieren. Mhm. Während ihr euch mit ihr trefft, werden die Kinder schreien. Nein, werden die schreienden Vogelscheuchen aktivieren und für Ablenkung sorgen und dafür sorgen, dass wenn die Vogelscheuchen anfangen zu schreien, die Zinnsoldaten, die auch in diesem Loom Lurch sind als Wachen, zu den Vogelscheuchen laufen, damit die Zinnsoldaten weg sind. Okay, ich verstehe. Und während alle abgelenkt sind, werdet ihr mit Will gemeinsam die Gefangenen retten. Okay. Aber dann sind wir bei Scabatha noch, oder? Das ist danach noch. Naja, ihr hofft, dass Scabatha auch mit abgelenkt wird. Ah, okay, gut. Ja. Stimmt, und wir sollten ein Zeichen geben, wann die Ablenkung stattfinden soll, damit wir vorher das bekommen von Scabatha, was wir haben wollen. Und wir hatten noch keine sinnvolle Idee, wie dieses Zeichen aussehen soll. Ja. Richtig. Und ich meine, wir müssen nach dem Porträt, nach dem Selbstporträt von Scabatha Ausschau halten für ihre Schwester, weil wir klauen wollten. Don't forget. Und ihr wisst auch von Will, dass es Kinder, gefangene Kinder in zwei Bereichen gibt. Mhm. Einmal in der Werkstatt, das ist das hier. Da sollt ihr die Kinder holen, weil genau, ich brauche so einen Stock. Ein Lineal. Ein Zeigestock, wie so ein Lineal. Die Werkstatt. Habe ich irgendwas? Ich habe, glaube ich, warte, ich gucke kurz ein Lineal tatsächlich. Hier irgendwas? Ich wollte gerade einen Sailor-Stab nehmen. Das ist ja ziemlich cool, aber. Also, ihr, wenn ihr zum Goblinmarkt geht. Jetzt muss ich das wirklich wieder kriegen. Ich brauche noch so kleine Schiebedinge. Würdet ihr Scabatha höchstwahrscheinlich hier treffen? Mhm. In ihrem Teezimmer. Nennen wir es Teezimmer. Hier in der Werkstatt sind Kinder. Mhm. Mhm. Außerdem sind in. Lass mich kurz schauen, wo der andere Raum ist. Das kann ich. Wo bist du? Hä? Hatten wir nicht schon irgendeinen Cantrip, den wir als Zeichen nutzen wollten? Light oder irgend sowas?
Und ich kann dancen. Hier sind Kinder. Mhm. Also hier ist ein Raum und das führt nach oben. Das führt nach oben. Genau, das ist sozusagen, das ist ein Bereich und hier ist eine Treppe, die hier hochführt. Mhm. Genauso hier ist ein Bereich und hier ist eine Treppe, die dahin führt. Mhm. Und genau das gleiche hier. Hier ist ein Bereich, deswegen sind hier diese... Ja, das ist alles kleine quasi Wände, Treppen nach oben. Achso, ich sollte mal für die anderen auch... Für unsere Zuschauer vielleicht eine Karte auch. Ach was! Können Sie das bestimmt einfach selbst ausmalen, ja, wenn wir von irgendwelchen Bereichen sprechen. Das kann ich jetzt natürlich im Stream nicht so gut zeigen, aber... Ja. Muss irgendwas geschrieben werden? Nee, das ist eine feste Karte. Ach so. True. Das macht mehr Sinn. So. Das ist der Plan, den Will für euch hatte. Und weil wir nicht in der Lage sind, uns einen besseren Plan auszudenken als so ein 10-Jähriger, gehen wir wohl damit. Also ein 10-Jähriger, der sich sehr gut da auskennt. Das ist richtig. Das, ja, zumindest weiß er, wie das Ganze da intern aussieht. Ja. Ne, hat er da gearbeitet. Oder er lockt uns da hin und ist eine Falle. Nein, davon hat er sich doch abgewandt von dem Leben. Okay. Von seinem Leben als Köder für unsere Kinder. Na gut. Und solange, sobald alle befreit sind, lauft ihr alle einfach zurück zur kleinen Eiche. Okay, das ist ein richtig guter Plan. Das hört sich richtig gut an. Das klappt bestimmt. Das wird bestimmt niemand verfolgen. Man braucht nur einen groben Plan und dann funktioniert das schon irgendwie. Das ist Wills Philosophie. Er ist ein Phil. er ist vielleicht gar nicht Will. Sein alter Ego. Okay, ja. Das ist der Plan, den ihr am Abend jetzt zuvor... Jetzt würde ich mal gerne kurz meine Spells checken, aber ich glaube auch so ungefähr... Ja, ihr habt jetzt einen Long Rest, das heißt, du kannst die Spells auch... Ja, ich habe vorhin schon ungefähr 20 Minuten da rumgegelt, aber ich denke, das ist okay. Ich habe ja schon festgestellt, dass ich jetzt ja zwei Leute habe, die richtig austeilen. Wie denn? Hast du noch jemanden gefunden? Will und Phil. Okay. Weil irgendwas, also ihr müsst ja irgendwas müsst ihr mitbringen in die Gruppe. Ich kann verschwinden. Okay. Wow. Okay. Ich kann es dann sagen, dunkel machen. Okay. Dann kann ich noch besser verschwinden. Gutes Teamwork. Das heißt, ich hau auf und ich heile auch. Vielleicht helfen euch die neuen Gegenstände, die ihr von Nip bekommen habt. Möglich. Ich weiß nicht mehr, was ihr bekommen habt. Wie viele Kinder passen in den Decker vor dir rein? Wie viele Kinder? Einige. Die Frage ist nur, in welchem Zustand sie rauskommen. Wir kriegen alle mit. Kommt alle mit, ja. Wir müssen ganz lange die Luft anhalten. Dann müsst ihr jedes Kind Constitution würfeln und gucken, wie lange es die Luft anhalten kann. Das ist mir zu makaber. Ich kann immer mal den Beutel lüften. Ich habe immer wieder kurz raus so zum Luft. Einfach nur kurz durchatmen. Das ist einfach wie die Keksdose, mal oben Blätter reingestochen hat. Ah, ja, schön. Schön. Okay, jawohl. I guess. I guess. Okay. Ich meine, idealerweise müssen wir ja gar nicht so viel austeilen. Das ist doch eigentlich die Idee dahinter. Wobei, wenn halt die Werkstatt direkt anschließt an ihr Teezimmer, in dem sie normalerweise abhängt, wird es halt schwieriger, die Kinder von da wegzubekommen. Sie hängt ja nicht normalerweise ab. Sie geht dahin, um sich mit Gästen zu treffen. Oh. Was ist dann unser Plan, um das zurückzubekommen, was du an sie verloren hast? Das ist eine gute Frage. Weil sie wird ja nicht sagen, oh, naja, wenn ihr schon den weiten Weg auf euch genommen habt, dann nehmt das halt zurück. Haben wir etwas, was wir ihr im Tausch anbieten können? Gibt es eine Eigenschaft, auf die ihr gerne verzichten würdet bei euch? Ja, also die Eigenschaft, die ich habe, auf die ich gerne verzichten würde, ist die, die mir abhanden... Also... Ich verstehe, die, das die umgekehrte... Entstanden ist, weil... Ja, ich verstehe. Ich meine, wir haben drei Blumenarmbänder von den Pixies, das ist bestimmt sehr viel wert. Sicher? Eins von denen ist bestimmt sehr viel wert. Oder ist der Plan, ist also... Ja, ihr könnt sie fragen, was ihr haben möchtet. Warum haben wir nochmal die mit Bavlona gemacht? Wir haben einen vorläufigen Deal mit Bavlona gemacht, mit Frau Nachtsch... Wie heißt sie? Frau... Pestschow. Nachtschatten ist die, wo wir jetzt hingehen. Ja, Skabatha Nachtschatten ist jetzt euer nächstes Opfer. Ich habe bei Frau Pestro ein bisschen was geklaut, aber glaube ich nichts, was... Ich meine, wir haben ja auch ein paar Gefallen getan. Wir haben ihr das Buch zurückgegeben, wir haben ihren verstopften Brunnen befreit. Wir haben ich habe noch eine Fiole mit dem Kesselinhalt, den sie gebraut hat. Ich weiß aber nicht, was das für ein Inhalt ist.
Den haben wir noch nicht getrunken, richtig? Von dem Kessel? Ja. Ich glaube nicht. Jetzt ein Identify-Spell, ne? Das ist ja toll, den habe ich ja nicht dabei, sorry. Ich habe auch keinen. War das ein Trank oder war das? Was war das? Ist so eine, wir wissen nicht genau, was es ist. Sie wir haben einen Kessel gefunden. In dem Kessel war eine Flüssigkeit. Die haben sie mitgenommen. Gute Idee. Ich meine, könnten wir nicht vielleicht einfach versuchen, sie mit dem Wissen, dass ihre Schwester das Porträt klauen lassen will, zu bezahlen? Vielleicht die beiden gegeneinander ausspielen? Oh, das ist eine gute Idee. Wissen ist viel wert. Und vor allem das Wissen. Wir müssen die nur vorher. Ich meine, nur weil wir die. Vielleicht sind wir nicht einmal die Ersten, die geschickt worden sind von Frau Peststroh, um das zu tun, aber vielleicht sind wir auch die Ersten und es wäre vielleicht schön, wenn sie wüsste, dass das etwas ist, was ihre Schwester tut. Haben wir Frau Peststroh versprochen, dass wir ihrer Schwester nichts davon sagen? Nein, oder? Nein, ich glaube nicht. Dann spricht ja nichts dagegen. Sag mal, hast du schon mal jemals was vom Big Book of Bad Blood gehört? Hab ich? Nein. Nein. Wir wissen immer noch nicht, was es damit auf sich hat. Nee. Und wir haben sie einfach zurückgegeben, in der Hoffnung, dass sie es für gute Sachen benutzt. Mach mal einen. Ich glaube, bei Mami der Schwester nicht sogar drin, ne? Es war auf jeden Fall niemand drin, den sie als Feind sich mal... Ihr hattet nicht das Gefühl, dass das Buch magisch war? Nee. Es ist einfach nur ein Journal. Ihr wisst, was Bad Blood heißt, oder? Also ja, also vom Konzept her eigentlich ja. Da waren es Namen Beef, drin. Beef mit den Leuten, ja, in irgendeiner Art und Weise. Das heißt, wahrscheinlich war... Ist halt nicht super doof. Wahrscheinlich war es einfach nur eine Liste und ein Buch, wo sie sich Leute reingeschrieben hat. Boah, da standen auch ihre Schwestern drin, ne? Ich glaube schon, ja. Ja, ich glaub, ja. Also ich bin der Meinung, ihre Schwestern standen mit drin. Schade. Okay. Das ist einfach nur ihre Liste, damit sie genau weiß, mit wem sie alles Beef hat. Selbst wenn sie nicht mehr weiß, warum sie wissen, was sie ist. Okay, also wir versuchen das einfach so zu lösen. Mir fällt gerade auf, wenn wir eine Information versprechen und sie weiß, dass sie nichts für sich behalten kann, dann... Weiß sie das? Ja, sie hat das doch von dir, oder? Naja, ich meine, ich weiß nicht, ob sie das alles, was man merkt, was man gesammelt hat, wenn man so viel sammelt. Aber wie willst du sie sonst fragen, was du zurückbekommst? Aber es wäre ja noch ein Grund für sie mehr, dass quasi sie wieder ihre Schnauze halten kann. Verstehst du? Das ist ja für sie dann auch von... Ja, aber wie halten wir sie davon ab, das vorher zu geben, bevor wir das bekommen, was wir haben wollen? Können wir nicht. Okay. Ich hab's auch versucht. Es kommt, wie es kommt. Okay. Nun, wir können es anbieten. Ansonsten muss sie uns die Information halt wieder zurückgeben. Ich meine, aber sagen wir mal, rein praktisch gesehen, ist es ja kein Geheimnis, dass wir das Porträt stehlen wollen, weil Frau Peststroh uns nie gesagt hat, dass wir es nicht sagen dürfen. Ja, das ist kein Problem, ja, nein. Also wenn es an sich nicht geheim ist, das ist kein Geheimnis, dann ist es nichts, was ich gezwungenermaßen ausplaudern muss? Ich weiß nicht, wie deine Fähigkeit funktioniert. Ja, doch nein, stimmt. Technisch gesehen. Muss man sagen, es ist ein Geheimnis? Ich weiß es nicht. Und ja, ist das etwas, was du vor ihr nicht sagen sollst? Also das ist wahrscheinlich schon irgendwas Geheimes. In dem Moment. Tja, ich weiß es nicht. Wir werden dann sehen. Wenn du es unbedingt sagen möchtest, dann war es scheinbar etwas Geheimes. Ich meine, es ist das Einzige, was wir anbieten können. Ja. Oder wir drehen den Spieß um.
Ihr wolltet doch eh die andere Hexe auch angreifen, oder? Also irgendwie haben wir es versprochen, vielen Leuten, die wir unterwegs begegnet sind. Dann könnten wir ihr das ja auch anbieten. Wir könnten ihr Problem aushalten. Also. Ich weiß nicht genau, ob... Ich meine, sie mögen sich nicht besonders. Aber mögen sie sich so wenig, dass sie sich wirklich, wirklich wehtun wollen? Ich meine, seit sie mal mit seiner Schwester hin und wieder streitet, heißt das ja nicht, dass man dann wirklich was... Vielleicht möchte sie aber auch was aus ihrem Haus. Vielleicht können wir irgendwas aus dem Haus bringen. Oh, wir haben viele Sachen mitgenommen. Also ich habe ein paar Hähnchenknochen. Ich meine, wir können beides probieren. Information und was aus ihrem Haus. Wir müssen nur dran denken, dass wir heute den Plan ausführen wollen. Das heißt, wenn wir uns irgendwas absprechen und danach ihre ganzen Kinder klauen, kommen wir wahrscheinlich nicht so gut wieder, wenn wir wiederkommen und ihr das bringen, was sie haben wollte. Das ist richtig. Ist das wirklich klauen, wenn wir einfach nur die Tür aufmachen, damit sie weggehen können? Das ist ja eher so ein begleitendes Leiten. Leitende Entführung. Ja, wir borgen uns ja die Kinder nur. Nein, eine Entführung wäre es ja auch nur, wenn die Kinder was dagegen hätten. So nämlich. Eine Ententführung. Ja, eine Anti-Entführung. Ich finde Ententführung klingt besser. Okay. Man könnte auch Anti-Führung machen, aber es ist okay. Wir bleiben wohl bei Ententführung. Immer noch Befreiung nennen, ganz normal. Wir können versuchen. Okay. Also wir können versuchen, mit der Tatsache zu handeln, dass ihre Schwester gegen sie agiert, sich gegen sie verschworen hat. Und was sie möchte. Weise. Was sie möchte. Was sie möchte, genau. Vielleicht weiß sie dann, dass sie ein paar Metzensoldaten zum Porträt stellen sollte. Wir wissen nicht, wo das Porträt ist, oder? Im Herzen des Baumes in einem runden Raum. Okay. Es gibt drei runde Räume. Aber nur eines davon ist im Herzen des Baumes? Weil Herz ist ja, ich meine, gut, auch wenn es am humanoiden Körper nicht unbedingt genau in der Mitte ist, bezeichnet man damit ja immer einen mittigen Bereich. Also könnte es darunter raum. Bin wirklich froh, dass du bei uns bist. Was soll das denn jetzt heißen? Das ist schick. Das Herz könnte überall sein. Vielleicht fangen wir einfach mit der Mitte an. Das ist eine gute Idee. Dann arbeiten wir uns nach außen vor. Ja. Ich meine, wir sind hier, um uns diese tolle Werkstatt anzuschauen. Vielleicht können wir auch einfach, oder generell dieses wunderschöne Loom Lurch, wenn wir dann eine kleine Führung bilden. Das klingt auch super. Es wird super schief gehen, aber klingt gut. Das klingt super. Das wird super schief. Ich habe keine bessere Idee. Ich auch nicht. Ach, wisst ihr, ich meine, kein Plan überlebt den Erstkontakt mit dem Feind jemals. Ein interessantes Sprichwort, das du da benutzt. Das hab ich noch nicht gehört. Nicht? Das haben wir mal gelesen. Okay. Gut, also es ist der Plan, keinen Plan zu haben. Es ist ein Plan, ein Plan zu haben, der durchaus ausbaufähig wäre, aber wir haben keine Ahnung wie. Hat einer von euch zufällig ein Instrument dabei, was man nutzen kann für ein Zeichen? Vielleicht so eine Vogelflöte? Was ist ein Vogelflöte? Cool, gucken, was ich in meinem Inventory habe. Muss jetzt nicht unbedingt eine Trommel sein, aber vielleicht... Nicht wirklich. Nein. Dann müssen wir uns ein anderes Zeichen überlegen. Warte. Warte! Das muss doch etwas sein, was laut genug ist. Wir können doch. Du musst ja keine Ahnung. 30 Fuß. 30 Fuß. Warte, ich habe noch was anderes. Stopp! Halt, stopp! Ist ja gut. Ich kann Sending. Ah, ein gutes Zeichen. Ich kann Sending. Ich kann theoretisch. Ich frage mich gerade, warum ich es kann. Aber ich kann theoretisch always prepared. Gehört wohl zu meiner Kasse. Ich kann einfach eine kurze Nachricht schicken. Das habe ich nicht. Na perfekt, das ist ein ziemlich gutes Signal. Das finde ich auch.
Und ein Signal, das wirklich nur der Empfänger hört. Das ist richtig. Sieht man das, wenn du das zauberst? Es ist halt verbal, also ja, theoretisch würde man okay, dann müssen wir dich verstecken dann. Ich kann hier einfach mal in die Richtung gucken. Okay. Ja, okay. Ich lese es nochmal ganz kurz durch, aber ja. Reichweite? Unendlich. Sogar andere Planes. Oh, Sending ist cool. You fucker! Einfach nur ein Diss überschicken in eine andere Plane. Kurz vorm Schlafen ist nichts besser, als wenig mehr raus. Son of a bitch. Das ist doch, darauf können wir uns einigen, guck mal. Okay. Das klingt gut, ja. Dann sollten wir, da Will woanders ist, müssen wir einem von den anderen Kiddies Bescheid sagen, dass das kommt. Dann müsst ihr einen von den Kleinen aussuchen. Wer ist denn Wills Stellvertretung? Da sind wir hier alle gleichwertig. Alle in der Kinderbande. Okay, dann hast du freie Auswahl. Naja, wer... Will führt auch den Angriff, oder? Nee, der ist halt an, da hinten an der Küche. Sich rein. Er schleicht sich rein. Die anderen drei Kiddies und Sterne werden da vorne bei den Feldern sein. Dann, ich habe mir nur aufgeschlagen, dass Bogi der Zwerg ist. Oder dann Zwerge. Nehme ich Bobi, weil er einen witzigen Namen hat. Bobi kriegt die Message. Okay. Bobi kriegt die Message. Bobi kriegt die Message. Okay. Moment, Bobi? Bobi. Hab ich. Bobi. Wie Bob, nur mit ihm. Bogi. Vielleicht hat er entdeckt noch einen Test an sich. Bogi. Okay. Das ist eine Fliege, die mich nervt. Ich hab schon gesehen. Rude. So, nach eurer Rast setzt ihr euch wieder zusammen. Macht euren Plan. Mhm. Während die Kinder sich spielend auf ihren Teil vorbereiten. Das kann schon schief gehen, das ist überhaupt nicht gefährlich. Ihr seht auch Bobby und Sloan mit Stöckern kämpfen und so tun, als würden sie Zinnsoldaten abwehren. Okay, vielleicht sollten wir nochmal betonen, dass es wirklich sehr gefährlich wird. Ja, ach, super. Und dass ihr wirklich sicheren Abstand halten sollten zu allem. Und wenn irgendwas ist, einfach ganz laut nach uns schreien. Oh, das passt so schön. Oder weglaufen. Weglaufen oder ist immer eine gute Option. Vielleicht beides. Ja, beides. Beides ist gut. Okay. Schreien weglaufen. Schreien weglaufen ist eine gute Idee. Und irgendwann aufhören zu schreien, damit man sie schlechter finden kann. Ja. Gestrüpp. Okay, geht. Also zu... Sie üben schon. Los. Will, Bobby, Sloan. Wie ist die Liste? Genau. Zenor. Das sind vier. Stern kommt mit. Und ihr drei. Macht euch auf den Weg nach Lumberg. Aha. Mit unserem tollen Plan. Ich kann auf gar keinen Fall reden. Warum? Weil ich ganz schlechte Werte habe. Also ich kann sehr gut lügen. Das ist gut. Dann solltest du vielleicht reden. Du kannst wahrscheinlich alles gut außer lügen. Ich meine, sie kann lügen, sie verrät wahrscheinlich dann direkt, aber danach... Ich habe das Geheimnis. Oh, das ist nicht das, was ich gedrückt habe. Vielen Dank. Nutzschlüsse. Ich hasse das. Lass mich. Wer möchte einen Würfel würfeln? Ich! Würfel einen W6. Ein W6? Okay, dann nehmen wir den hier. Hui! Eins. Ein Eins. Schon was Harmloses. Auf alles kann das mal plus 4. Wichtig, jetzt würfel du ein W6. Eine Eins. Eine Eins. Intimidation kann ich sehr gut aus irgendeinem Grund. Das ist einfach witzig, weil ich ziemlich klein bin für einen Dragonborn. Das gerade einschüchternde auch.
Ihr wandert durch den Wald in Richtung Loom Lurch mit Will und den anderen Kindern. Und Kaver und Mirabel, ihr seht irgendwo ein bisschen, nicht auf eurem Weg, aber so auf eurer rechten Seite seht ihr, wie ihr eine Gruppe von Hunden. Hunde? Oh. Du erkennst sie auch, es sind nicht normale Hunde, es sind Flimmerhunde. Chili? Oh. Die scheinen irgendwie um etwas herumzustehen und es sich anzugucken. Oh, lass uns gucken, was sie gucken. Ich flieg hin. Du fliegst hin. Geht ihr, folgt ihr? Ja. Was mit den Kindern? Sollen die alle mitkommen? Vielleicht bleibt einer bei den Kindern. Meinst du damit jetzt mich? Du kannst auch mitgehen zu den sehr gruseligen Hunden. Ach, weißt du, ich glaube, du bist da besser aufgehoben als ich. Also, du wartest mit den Kindern hier, okay? Ja? Ja, aber wir sind ja, das ist ja nicht so weit. Du siehst uns ja. Wenn was ist, dann haust du einfach was raus. Das kannst du auch viel besser aus der Ferne als ich. Das stimmt allerdings. Okay, ich gehe. Du kannst ja reinschießen. Ich laufe hinter Mirabel her. Du läufst hinter Mirabel her und, sollte ich mir mal hier genau angucken. Ihr kommt den Hund näher und sie bemerken euch auch. Mhm. Aber erstmal gucken sie euch nur an. Kann man sehen, um was sie herumlatschen? Oder was sie da umkreisen? Als sie näher kommt, seht ihr tatsächlich, dass etwas Schilf um sie herum liegt. Nicht weg, sondern liegt. Und sie stehen um ein ausgehöhltes Loch im Boden. Aha. Mit Schilf an der Seite? Oder? Mhm. Aber es liegt halt auf dem Boden. Es wächst nicht aus dem Boden, sondern es liegt auf dem Boden. Und als ihr noch näher kommt, seht ihr tatsächlich, es sind halt drei Flimmerhunde, die drumherum stehen. Und jetzt erkennt ihr, es ist wohl ein Grab, in dem ein weiterer Flimmerhund liegt. Und die anderen Flimmerhunde heulen leise und fangen an, etwas Schilf in das Grab zu werfen und ein paar Geschenke. Was könnte denn so ein kleiner Flimmerhund haben? Was für Geschenke werfen die da so rein? Also ist es Essen oder ist es das der Kram. Lieblingsball? Also einfach Kram. Es könnte ein Ball sein, es könnte irgendwie ein Stein sein. Ich wühle in meinen Taschen. Ich nehme mein Blumenarmband von den Pixies. Oh, na toll. Okay, du wirfst es rein und ein Flimmerhund guckt zu dir hoch und dann auch runter wieder. Ich lege rein. Oh Mann, jetzt muss ich irgendwas Wichtiges nehmen. Ich lege rein. Ja? Ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas Cooles bei mir habe. Was ich nicht von einer bösen Person geklaut habe. Ich lege auch etwas hinein, nämlich mein leeres Täschchen, wo Candy draufsteht. Okay, du legst was rein. Ja, okay. Und nachdem jeder was reingelegt hat, seht ihr, heulen die drei Flimmerhunde auf und dann fangen sie an, das Grab mit Erde zu füllen. Ich nehme auch eine Handvoll Erde und schmeiß das mit drauf. Ja, ich mach's mit dem Fuß. Spricht jemand von euch Blinkdog? Nein, aber Sylvan kann ich. Herzlichen Glückwunsch. Von einem von den in Sylvan. Der ist gestorben. Und sie zeigen mit der Schnauze, du hörst so, wie Hunde manchmal versuchen zu reden. Und sie zeigen zu dem Graf. Wie heißt du verstehst der? Ihn nicht.
Du hast das Gefühl, er versteht dich, aber er spricht deine Sprache nicht. Er versteht sie nur. Ein guter Freund? Er war bestimmt ein ganz wunderbarer Kamerad. Tut mir sehr leid, euer Verlust. Nee, ich dreh mich um. Sprichst du, sprichst du, kannst du? Wir sind auf einer Beerdigung. Entschuldigung. Tut mir leid. Ich spreche. Professor, was soll ich sprechen? Blink Dog, also für Professors Flimmerhund. Nein, ich kann kommen, Draconic, Primordial und Sylvan. Na gut, schade. Ich kenne auch nur was sie verstehen, aber sie können nicht reagieren. Ich habe leider auch keinen Zauber, der dabei hilft. Nein, auch nicht. Nee. Ja. Okay. Ich glaube, an unserer Schule gab es keinen Kurs dafür. Für Blink Dog. Wurde er denn umgebracht? Von einer Heck? Okay. Er wurde umgebracht. Die Leiche kann man nicht mehr sehen, die ist schon zugeschüttet. Die ist schon zugeschüttet. Wollt ihr sie wieder auf? Können wir uns erinnern, ob er sehr schlimm zugerichtet war? Oder? Das wisst ihr nicht. Okay. Da war schon ein bisschen Kleister drauf. Okay. Ja. Hat einer von den anderen Kampfspuren? Nein. Ach, in alter Manier unserer Familie offensichtlich gehe ich in die Hocke und gucke den einen hin. Also solltet ihr jemals Hilfe brauchen? In welcher Sprache sagst du das? In meiner normalen Common. Ah, warte, ich kann meiner normalen Common Sprache. Ich glaube, bei der anderen musste er meine Sprache sprechen. Hättest du eine Visitenkarte da? Nein, ich kann Psionic Mind, da muss er nur. You don't need to share any languages with the creature, but it must be able to understand at least one language to comprehend these messages. Aber er kann nicht antworten. Nee, genau, er kann nicht antworten, er kann es nur verstehen. Solltet ihr jemals Hilfe brauchen, weil was auch immer hier passiert ist, dann müsst ihr uns nur einen Hint geben, wie. Okay. Gym Dragon Skills. Okay. Du hast das Gefühl, er ist dankbar. Ja. Good enough. Good enough. Naja, na gut. Sie gucken noch kurz zu euch und dann gucken sie wieder zueinander und dann gehen sie auch. Ja. Ja, ich gehe auch zur Gruppe zurück. Das war sehr traurig. Wie soll ich sagen, das war irgendwie eine Beerdigung. Oh! Einer von den Flimmerhunden ist gestorben. Wow, da seid ihr einfach reingeplatzt? Wir haben auch Geschenke gebracht und unsere Hilfe angeboten. Ja. Ah, okay. Ich meine, sie schienen nicht empört oder in irgendeiner anderen Art und Weise. Ich glaube nicht. Nein, wieso sollten negativ darauf reagiert zu haben. Die sind ja beide heile aus und es ist ja nichts passiert. Ja. Ich glaube, sie waren sehr dankbar, dass wir unsere Hilfe angeboten haben, auch wenn wir nicht wirklich helfen konnten. Und das tut mir leid. Er wurde ermordet. Das tut mir dann noch mehr leid. Ja. Er war ein sehr, sehr guter. Das ist ja fürchterlich. Sehr, sehr guter. Freund. Von dir oder? Nein, von den anderen Flimmerhunden. Ja. Aber ich meine, wir kennen Beerdigungen und danach gibt es immer gutes Essen, also. Ja, vielleicht gehen sie jetzt. Vielleicht gibt es sowas wie einen. Die haben bestimmt ihre eigene Art und Weise zu trauern. Ja. Vielleicht gehen sie zusammen jagen jetzt oder so. Ja, guter Leichenschmaus. Leichenschmaus. Ja, dieses Wort. Das ist auch ein ekliges Wort, aber. Dieses Wort zu sehen. Hier sonst irgendwas anderes, was ihr da gesehen habt? Nicht wirklich. Nein. Es war Schilf da. Hm. Okay, dann können wir scheinbar weiter. Jo. Hier geht weiter. Der Wald ist hier am dunkelsten. Und vor euch liegt irgendwann eine gigantische, tote Eiche auf der Seite. Drei neue Bäume wachsen aus den Überresten der Eiche heraus. Und ihre Form erinnert euch an Türme mit Fenstern, aus denen Kerzenlicht schimmert. Und hölzernen Balkonen, die knorrige Äste einkreisen.
Auf einer Seite des umgefallenen Baumes seht ihr das Licht von Feuer durch urige Ladenfenster sprudeln, das eine Lichtung voller Verkaufsstände erleuchtet. Mhm. Ihr kommt jetzt gerade von da unten, wo die Brücken sind. Okay. Mhm. Ja, das macht Sinn. Also ihr seid noch im Wald, aber von der Seite würdet ihr kommen. Aus dem Süden. Das heißt, die Kinder würden sich auch langsam von uns lösen. Genau. Also Will würde jetzt sagen, okay, wollen wir nochmal den Plan durchsprechen? Ja. Okay, also, wichtig. Mhm. Wir teilen uns auf. Aha. Das ist schon mal eine ganz schlechte Idee. Gestern noch die Idee noch. Ja, ja, ich finde, ja, das sollten wir auf jeden Fall so machen. Okay. Oh, okay. Okay. Okay, also Bobby, Sloan, Zenor und Stern, ihr geht jetzt gen Westen und kommt dann von Westen und macht euch bereit, die Vogelscheuchen zu alarmieren, damit die Zinnsoldaten herausgehen. Aber erst, wenn ihr ein Zeichen bekommt. Und das Zeichen ist? Ich schicke Bobby eine Nachricht in seinem Kopf. Er soll sich nicht erschrecken. Und er guckt etwas, Bobby guckt euch etwas besorgt an. Es kitzelt ein bisschen, aber es ist nicht schlimm. Okay. Es kitzelt ein bisschen, ja? Ja, es kribbelt. Okay. Okay, okay. Ich versuche mich nicht zu erschrecken. Okay. Er wird dich bestimmt erschrecken. Ich meine, dann ist sowieso der Moment gekommen, wo du dann halt die Vogelscheuchen alarmieren sollst, wenn die Nachricht kommt. Und daher ist es nicht so schlimm, wenn du anfängst zu schreien. Ja. Okay. Okay. Okay, gut. Bobby ist etwas nervös, weil er so viel Verantwortung bekommen hat. Du kannst es nicht falsch machen. Okay. Doch, man kann ganz viel falsch machen. Was ist, wenn ich deine Nachricht mit einem meiner Gedanken verwechsel? Nein, du wirst meine Stimme hören. Okay. Und ich höre deine Stimme aber jetzt schon. Ja, das ist richtig, aber ich werde ja nicht um dich herum sein. Okay. Das heißt, du wirst meine Stimme hören, obwohl ich gar nicht da bin. Und das Codewort, was ich benutzen werde, bevor ich anfange zu sprechen, ist... Du sollst es ihm nicht sagen, weil sonst kann er es verwechseln mit einem von seinen Gedanken. Aber wenn er es noch nicht weiß, dann kann er es gar nicht verwechseln. Weil er es ja noch gar nicht wissen kann. Das ist wohl richtig. Ich werde meine Nachricht beginnen mit... Brickelbrit. Wie mit? Brickelbrit ist das Wort, was ich sagen werde, bevor ich... Brickelbrit. Ja. Brickelbrit. Ja, Brickelbrit. Brickelbrit. Okay, Brickelbrit. Und ich entdecke nur dieses Wort. Aber in ihrer Stimme, obwohl sie gar nicht da ist. Okay, und... Okay. Kammerlich. Brickelbrit. Okay. 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 Du schaffst das, Bobby. So. Und Will sagt dann weiter, ich werde währenddessen von der anderen Seite kommen und versuchen, mich in die Küche zu schleichen, um dort die anderen Kinder rauszuholen. Ganz allein, das wird bestimmt schief gehen. Von der anderen Seite. Will ist sehr zuverlässig und kompetent, der schafft das schon. Okay. Okay. Ihr geht zum Markt und sprecht mit dem Goblin-Chef da. Der wird uns sofort durchschauen. Und ihr tut so, als seid ihr Reisende, die einfach nur Skelbacher treffen wollen. Ich meine, das sind Halbwahrheiten, das kann schon, das wird hinhauen. Und wir sind hier am Reisen. Das stimmt. Der Goblin-Chef sollte dann ein Treffen für euch organisieren mit Skelbacher. Die hatte schon keine Zeit für uns. Du bist wirklich pessimistisch heute. Oh nein, ich finde den Plan super. Okay. So. Und wenn ihr dann mit Skelbacher euch trefft und mit ihr Tee trinkt oder was auch immer sie mit euch vorhat, umbringt, alarmierst du Bobby. Ja. Brickelbrit. Brickelbrit. Und dann wird Bobby, was? Den anderen sagen, dass du das Passwort geschickt hast und dann werden die anderen die Vogelscheuchen alarmieren. Damit dann die Zinnsoldaten nach draußen in den Garten gehen, damit keine Zinnsoldaten mehr im Haus sind, im Baum sind. Ja, aber wichtig ist ja, dass ihr auch auf euch achtet, ja? Also wenn die Zinnsoldaten dann näher kommen, dass ihr euch dann auch aus dem Stab macht. Einfach wegbrit. Okay. Genau. Okay. Okay. Und während dann alle abgelenkt sind von den Zinnsoldaten und den Vogelscheuchen, dann versteckt ihr euch. Mhm. Und ihr... befreit die Kinder aus der Werkstatt, wo ich euch, ihr hat ja auch letztes Mal auf den Boden gemalt, wie das ungefähr alles aussieht, die halt da sind, die sollten in der Nähe von dem Teeraum sein und ich werde hintenrum aus der Küche aus die anderen Kinder holen. Und dann laufen wir alle raus. Ah, okay, okay. Und dann laufen wir alle und einfach Richtung Kleine Eiche. Das ist der Plan. Was ist, wenn jemand umfällt und sich den Knöchel verstaucht? Dann helfen wir der Person. Okay.
Es sei denn, es ist Gabriel. Okay. Ja, valid. I guess, wenn sie sich vielleicht auf die Stapel umfällt, lass bitte. Ah, ich erachte mich. Gibt es Fragen? Wenn etwas schief gehen sollte, ja, dann schreit ihr einfach nach Hilfe. Oder Prickelbrett. Nee, das ist, ich mach das nicht zu verwirrt. Okay. Also nicht Prickelbrett rufen, nur nach Hilfe. Nur nach Hilfe. Okay. Ja, und dann kommen wir. Wir schreien auch nach Hilfe. Aber vor allem sollt ihr nach Hilfe schreien, wenn was ist. Das ist doch ein richtig guter Plan. Okay, ja, genau. Geht, ihr solltet auf jeden Fall warten, bis wir uns auch positioniert haben. Ja, woher wissen wir, wann ihr euch positioniert habt? Also wartet einfach, geht nicht sofort jetzt zum Goblin, sondern wartet. Vielleicht eine Viertelstunde oder so. Okay. Oder wie auch immer. So ein paar Momente halt. Okay. Okay. Viel Erfolg. Viel Erfolg euch. Viel Erfolg. Prickelbrett. Prickelbrett. Schaffst das, Bobby. Und Bobby, Sloan, Zanak und Stan gehen gen Westen in den Wald. Will geht um die Eiche herum, um vom Osten halt zu kommen. Und jetzt steht ihr da an dieser Brücke. An den beiden Brücken. Sollten wir uns verkleiden oder so? Nein, ich glaube nicht. Okay. Nein. Wir hoffen einfach, dass wir schnell mit Nachtschatten in ein Gespräch kommen und dass sie überhaupt tot gerufen wird, wenn wir kommen. Wir sollten Kapuzen aufsetzen. Ich finde, das sieht irgendwie sehr reisenmäßig aus. Ich meine, alle Reisenden haben immer Kapuzen. Ja, aber wir sind auch Reisende. Wir sehen aus, wie wir aussehen. Ja, aber das stimmt. Ich habe gar keine Kapuze. Aber es ist ein Hut, das ist auch in Ordnung. Ich meine, wir gehen einfach hin, wir sagen, wir möchten gerne Handel treiben mit ihr und dann hoffen wir, dass sie Zeit hat für uns. Und das ist die Wahrheit. Das ist richtig. Das stimmt. Gut. Wir sind zum ersten Mal hier, wir sind am Reisen, wir würden gerne mit ihr handeln. Das ist alles Wahrheit. Das stimmt. Gibt es noch etwas, was ihr machen möchtet, um euch vorzubereiten? Ich möchte meine Kapuze aufsetzen. Okay. Was kannst du gerne tun? Meine Kapuze auf. Gut, und du möchtest dann beim Goblin-Lager reden, weil du gut lügen kannst. Ich möchte nicht reden, aber wir versuchen es einfach mal. Ja. Okay. Welche Vogel zum Goblin ist, ich meine. Wir haben da einen Jahrmarkt scheinbar und verkaufen was. Ja. Ja. Ich meine, wer was verkaufen möchte, ist meistens nett. Ja, aber sonst wirst du nichts los. Ja, ganz genau. Oder? Ja. Wenn du nicht nett bist, dann kommt der Kunde auch sonst nicht wieder. Sollten wir vorher noch irgendwas kaufen, einfach um zu zeigen, hier, wir sind Reisen, wir brauchen Sachen, weil wir Reisen sind? Wir sollten uns auf jeden Fall angucken, was sie da am Markt anbieten. Ja. Ja, das schadet ja nichts. Und wenn ich jemanden frage, warum bist du hier, was sagst du dann? Ich bin hier, um mit Frau Nachtschatten zu reden. Okay. Gut, sehr gut. Ja? Ist richtig. Ja? Ist richtig. Das ist kein Mach ein Wisdom Save. Oh Gott. Aber es ist hart an der Grenze. Es ist keine Lüge, aber du verheimlichst was. Nein. Was ist das? Okay. Dann schauen wir mal, was das wird. Aber du sprichst ja sowieso nicht. Okay, wir warten unsere Geschätzten. Du hast ja nicht zufälligerweise Silence als Spell. Aber es ist eine Kugel, also es ist halt eine Kugel, das ist das Problem. Das ist ja nicht. Kann sie nicht bewegen, glaube ich auch. Dann ist stationär. Auf ein Objekt. Ja, du musst, dann sehr, Hals trägt, zum musst dann sehr weit wegstehen. Also es hat einen 20-Fuß-Radio. Soll ich mich woanders hinstellen? Immer so 20 Fuß Abstand von den anderen. Wir versuchen es erstmal so. Okay. Okay. Also, mehr vorbereiten, außer Kapuze aufsetzen. Ja, ich frage den Hut zurecht. Ich habe keine vorbereitenden Zeit. Na, alles gut. Ich zähle mein Geld. Ihr kommt ein bisschen näher und ihr seht eine knorrige Brücke, geformt aus verknoteten Wurzeln vor euch.
die ein steiniges, vertrocknetes Flussbett überbrückt. Da gehen wir dann rüber, nachdem wir gewartet haben. Sobald ihr drauf tretet, hört ihr schon ein lautes Knarzen. Ja, wir wollen uns ja eben anschleichen. Wir sind ja ganz normale Reisende. Wir sind ganz normale Reisende, ja, ganz genau. Und möchten uns den Markt anschauen. Das sind Gedanken. Mehr aber, wir möchten uns den Markt anschauen. Das sind Gedanken. Ja, weil wir jetzt oder hat ja keiner nach Sachen finden wollen. Ja. Ja. Okay. einfach den Knabel ziehen. Ihr tretet über die knarzende Brücke, die laut knarzt unter jedem Schritt. Und kommt zum Goblinmarkt. Fenster, die in die Seite des umgestützten Baumes gehauen sind, beleuchten diese Lichtung, auf der sich drei Stände befinden. In den Ständen wird Süßkram verkauft und an jedem der Stände arbeiten je zwei Goblins. Und das ganze Unternehmen wird genau von einem Goblin beobachtet, der einen Toffee-Apfel als Kopf trägt. Er scheint etwas leise vor sich hin zu murmeln. Mein Toffee-Apfel. Goblin. Nice. Okay. Und die Goblins gucken auch schon in eure Richtung. Sie haben euch gehört. Oh Mann, was soll ich denn sagen? Soll ich mich einfach vorstellen und sagen, wir sind Reisende und hallo, wir wollen... Ja, warum hast du dich vorher gesprochen? Ich würde einfach auf diesen Markt marschieren wie auf jeden anderen. Ja. Auch würde auf die Stände zugehen. Ich würde, wenn wir an dem Toffee-Goblin-Typi vorbeilaufen, würden, genau. Tag. Möchten Sie was kaufen? Ah ja, wir würden gerne sehen, was im Angebot ist. Ja, wir sind Reisende auf der Durchreise. Ich mach mal eine Kapuze. Und die ersten, geht mal zum ersten Stand. Und die ersten fangen an. Okay, ja, wir haben so einiges hier im. Größtenteils Süßkram, ne? Mhm. Und ihr seht halt schon in der Auslage, ihr seht Käfer in Zucker, also so Hard Candy-mäßig, ja. So wie Käfer in Harz, nur dass es halt Zucker ist. Ja. Ihr seht Lollis mit ganz vielen kleinen Ameisen drin. Mhm. Mhm. Ihr seht unter anderem auch Jellywürmer. Suspekt. Solche Sachen seht ihr. Ach, gibt's noch was Süßes? Gezuckerte Schnecken. Das ist alles süß. Ah. Gibt das an allen Ständen? Ja, das ist alles derselbe Kram. Okay. Alles nur Süßkram. Ich gehe trotzdem mit sehr Käfern. Pflichtbewusst alle Stände durch. Guck auf. Ihr seht auch Toffee-Äpfel tatsächlich. Nee, die kaufe ich lieber nicht. Das erscheint mir respektlos. Ich, weißt du was, wie viel, ich würde so eine Portion von den Käfern in Zuckerdings, die Zuckeredelsteine, Käferedelsteine zum Essen. Ja. Wie viel möchtest du denn? Ja, wie viel kostet das denn? Das kommt drauf an, wie viele du möchtest. Ich möchte gerne eine Handvoll. Eine Handvoll kostet, und der guckt dich an, ich bin sehr guckt auf deine Hand. Was gibst du mir dafür? Ach, warte, die wollen ja gar kein Gold haben. Ich gebe dir dafür. Jetzt habe ich gerade das Einzige weggegeben, was vielleicht sinnvoll gewesen wäre. Ich gebe dir dafür ein Stück Stoff, wo die eine Hälfte gelb mit braunen Herzen ist und die andere Hälfte pastellpink mit lila Blitzen. Wundervoll. Dankeschön. Und dann gib dir eine Handvoll. Käfer-Bonbons. Bonbons. Darf ich bei dir mal kosten? Vielleicht später. Okay. Ich muss kurz das gut ausmachen. Ja. Ich muss mir aufschreiben, dass ich eine Handvoll Käferbonbons habe. Wow. Vielleicht, ich meine, Proteine. Und Kohlenhydrate. Super. 1A-Handel. Möchtet ihr sonst noch was? Nein, ich koste bei ihr. Okay. Wir sind ja auch nur auf der Durchreise, deswegen brauchen wir gar nicht so viel. Wo kommen wir denn her? Wir kommen von Hüben. Drüben. Hüben. Ihr seid jetzt in Drüben. Achso, dann kommen wir von Hüben. Ihr von Hüben kommt ihr. Ha, interessant.
Kennt ihr Barcelona? Ja! Ja, ich meine, wer kennt Barcelona nicht? Das stimmt natürlich, ja. 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 Ich würde sagen, alle drei haben seinen Namen gemacht. Und wie ist dein Name? Mein Name ist natürlich jetzt großartig, dass ich mir keine Goblin-Namen ausgedacht habe. Mein Name ist... Buck. Buck. Hm. Echt ein Künstlername. Nein, das ist mein normaler Geburtsname. Ein schöner Name. Danke. Ja, wirklich sehr schöner Name. Hab ich noch nie gehört. Aber ich habe noch nicht so viele Goblins getroffen. Da auf dem Witchlight-Kanal mal ein paar. Wir sind ja Reisende auf der Durchreise. Ja, und wir würden gerne mit Ihrer Herrin einen Handel machen, wenn es was Interessantes gibt vielleicht. Oder unserer Herrin. Ah, da solltet ihr vielleicht mit Glückskopf sprechen. Und er zeigt auf den Goblin mit dem Toffee-Apfel. Glückskopf oder Glückskopf? Glückskopf. Okay. Ja, wie ist sie denn so? Bezahlt sie gut? Manchmal. Manchmal bezahlt sie, manchmal bezahlt sie gut. Sowohl als auch. Ja. Die Antwort ist ja. Ja. Na ja. Hat sie eine Lieblingsfarbe? Nicht, dass ich wüsste. Aber ich rede nicht so viel mit ihr. Ach so. Wie viele Jellybürmer bekomme ich für diese kaputte Tasse? Eine Handvoll. Perfekt. Und du kriegst eine Handvoll Jellywürmer. Kaputte Tasse. Oh, das ist eine sehr hübsche kaputte Tasse. Wo hast du die her? Die habe ich aus Babylonas Haus. Gut. Wir sprechen dann einfach genau. Wir sprechen dann einfach mit Glückskopf. Könnte ich die Tasse vielleicht zurücktauschen? Ich habe... Ich habe... Ja, so fühle ich mich aus. Ich habe Glitzer von einem Witchlight-Jahrmarkt. Wir tauschen halt nur unsere Süßigkeiten gegen Kram. Die Tasse war ja jetzt Bezahlung sozusagen. Und was ist, wenn ich einen Bonbon in der Tasse haben möchte? Mach einen Persuasion-Check. Wie geht's raus? Das klingt falsch. Es tut mir leid, hätte ich gewusst, dass du die Tasse schön findest, hätte ich sie dir gegeben. Ich kann die später eine andere Tasse kaputt machen. Aber die war sehr, sehr besonders. Ja, sie ist ja nicht weg. Das jetzt stimmt. Gehört sie Back. Das stimmt. Ich muss ja auch irgendwie bezahlt werden. Das stimmt, ja. Gerade wenn man nicht immer bezahlt wird. Ja. Okay, dann gehen wir wohl jetzt rüber zu Glückskopf. Alles klar. Glückskopf. Einen Moment. Ich muss kurz was nachgucken. Was habe ich hier losgetreten? Und jedes Mal, wenn du versuchst, dich umzudrehen, du siehst auch, wie Glückskopf dann mit verschränkten Armen steht und dann schon etwas komisch beobachtet dabei, was er dann macht. Und dann drehst du dich wieder um, weil die Rebel noch nicht fertig ist. Ich würde. Aha. Ja? Muss ich irgendwas sehen? Warte mal. Ich würde ja bemerken, wo er die Tasse hingestellt hat. Und schon mal mitkommen, während wir auf den Weg gehen. Mhm. Und dann mit Mage Hand. Oh. Die ich. Er hat sich unter den Tresen gepackt. Okay. Du siehst sie nicht wirklich direkt. Ich muss sie auch, glaube ich, nicht sehen. Aber du musst deine Mädchen irgendwann sehen, oder? Nicht unbedingt, aber hier steht. Naja, aber du musst ja trotzdem sehen, was du greifst. Ach so, das meinst du. Warte. Ja, stimmt, ne? Also, du kannst natürlich mit der Mädchen runtergehen und tasten. Aber du siehst halt nicht, wonach die Mädchen greifen soll. Einmal das ganze Untergehäuse. Ja, so ungefähr. Das geht natürlich. Dann würde ich sie auch fühlen, wenn ich sie sozusagen greifen würde.
Ich weiß nicht, ob du fliegst. Ich glaube nämlich nicht. Weil du, du steuerst ja nach Sicht im Prinzip, genau. Oder? Ja. Weil sonst würdest du ja auch fühlen, wenn die einen abkriegt oder sowas. Ja. Das ist ja eigentlich... Das stimmt, ich, ja. Wenn so das von dir abgekapselt. Das sind die Untiefen von dir, die... Jetzt geht's los hier. Die Wahrheit ist, was wir bestimmen hier. Letzten Endes. Das ist richtig. Ich guck mal, ob bei der Subklasse noch was dazu steht. Weil die ist halt, also es ist halt von der, Die ist extra zum Clown wahrscheinlich. Ja genau, die ist halt extra zum Clown, deswegen frage ich mich gerade. Also ich kann sie halt unsichtbar machen. Mhm. Ups, ich bin aus dem Fall zu triggern. Also wenn sie unsichtbar ist, kann sie ja auch nicht. So or retrieve objects. Ja, aber you see du, kann, du steuerst sie ja mental. Du musst ja trotzdem, wobei wenn du in den Taschen greifst, greifst du auch nach Dingen, ne? Aber stimmt wohl. Ja, also du, ich weiß gar nicht, aber du, wenn sie unsichtbar ist, kann sie sie ja nicht nach Sicht steuern. Das ist jetzt tricky. Also ich meine, wenn ich was, ich brauche sie ja zum Klauen. Das heißt, ich muss, also ich finde es schon was anderes, ob man einfach in eine Tasche greift und was rausnimmt oder ob man halt unter einem Counter, was ein bisschen größer ist, halt was finden muss. Das, ne? das ist halt Ding. Schon ein Unterschied. Deswegen, ich würde es einfach probieren und gucken, wie es ausgeht. Okay, du mach einen Stealth-Check. Okay. Ich darf es mit dem Slide of Hand Check stehen. Also ja, mach ich mein. Das sind 21. Okay. Der arme Bug. Dann. Ich habe doch sowieso schon nicht immer bezahlt. Einen W100. Oha. Einen W100. Und da. Kann ich nicht. Ich nehme vielleicht lieber einen. Ich glaube, Finja ist so ehrlich für diese Sache. Kannst du den Würfel nehmen? Oh, 94. Ich weiß nicht, ob das gut ist oder schlecht. Und du hast die Tasse. Ich fliege auch so ein bisschen hinter ich habe deinen Namen nicht Corin. Corin. Damit ich niemand anders sozusagen so sieht, dass die Tasse dann wieder zurückkommt. Das Problem ist halt, dass die Tasse jetzt durch den Markt schwebt. Ich schiebe sie so auf den Boden. Eine laufende Tasse. Und dann stecke ich sie bei dir hin. Mach mal einen Stealth-Check. Das ist mich einfach passend beseitigen, wenn sie es dann versucht, in meine Tasche zurückzupacken. Vielleicht ist es eher darum, dass die anderen das nicht merken. 17. Okay. Du hast immer. Du siehst, wie diese Tasse sich bewegt am Boden entlang und hinter so einem Stein stehen bleibt. Dann bewegt sie sich wieder ein bisschen. Bleibt in so einem großen Grashalm stehen. Aber ihr schafft es, sie. Du schaffst es, sie. Ich wollte sagen, also ihr, wir haben damit überhaupt nichts zu tun. Du schaffst es, sie hinter Corin oder in Corins Tasche zu verstecken, wo du sie hinhaben willst. Ja. Ich hab die Tasse wieder geholt. Jetzt fühle ich mich, als ob ich nicht bezahlt hätte. Oh mein Gott, ich hab was in meinem... Ich hab ihr was geklaut. Ich höre einfach nicht hin. Ja, das weiß ich jetzt, dass du geklaut hast. Und geh zu Glückskopf. Du gehst zu Glückskopf, ja. Wieso hast du mir das erzählt? Und Glückskopf guckt dich an, als du auf ihn zugehst. Ich hoffe, die Süßigkeiten schmecken. Ich stecke mir wirklich sehr, also direkt vor seiner Nase noch so einen leckeren Käfer in den Mund. Ich stecke mir Würfel ein W8. Also du hast nichts geklaut, also du hast bezahlt, weil ich habe ich stecke mir die ganzen Würmer in den Mund, damit ich traurig dazu bin. Würfel ein W8. Eine 8. Eine 8. Während du anfängst zu lutschen, seht ihr so eine kleine Rauchwolke und du verwandelst dich in ein Schmetterling. Puff. Okay. Oh, den Effekt haben. Und Glückskopf guckt dich an und sagt, den Effekt haben wir selten. 4. Du bist wunderschön. Ich fliege. Was für Flügel hast du? Was? Warum lachst du? Ich bin ein Zitronenfalter. Ein Zitronenfalter. Warum lachst du? Ein Frosch. Ist das nicht etwas, was ich reden kann? Während du mit dem Schmetterling sprichst, der nicht sprechen kann, weil er ein Schmetterling ist, du hast auch die... Du benutzt jetzt den Statblock von einer Fledermaus. Mhm. Siehst du im Augenwinkel, wie Corin sich diese Würmer in den Mund stopft? Und während sie kaut und mehr Würmer in den Mund stopft, siehst du, wie ihr Kopf immer größer wird. Und ihr Kopf auf das Doppelte anschwillt. Wow! Das ist schwierig zu balancieren. Was ist passiert? Dein Hut passt nicht mehr zu deinem Kopf. Oh mein Gott. Und das ist dein Hut auch.
eigentlich sogar. Etwas sehr gut. Es ist jetzt wie ein kleiner, wie heißt diese kleine Hütchen. Du musst uns mal ein bisschen schräg setzen, dann sieht er noch cooler aus. Mit meinen kleinen Händen. Kommt der überhaupt hoch? Ich fliege hin und versuche so ein bisschen schräg. Du bist hier wie Humpty Dumpty. Tja. Ist das wie eine Headpiece, statt einem Hut? Ja, es steht dir sehr gut. Ich setze mich oben auf ihren Kopf drauf. Hinter ihre Feder. Guck mal, jetzt passt die farblich sehr, sehr gut zu dir. Ich habe eine wichtige Frage. Wie lange hält das an? Fragst du Glückskopf? Ja. Meistens so eine Stunde. Oh, hervorragend. So viel Zeit haben wir auf jeden Fall. Ich kann dazu nichts mehr sagen. Jetzt auch von den Bonbons noch übrig. Wo sind das mit ihr verschwunden? Sie sind mit ihr verschwunden. Ja, schade. Tja. Sie wollen mich eigentlich kosten lassen. Nun, ich glaube, das ist ein Problem für später. Die Frage, die ich jetzt an dich habe, wenn dein Kopf so groß ist, verändert sich deine Stimme? Die Frage. Ich meine, das ist ja nur dein Kopf. Es ist ja nicht so, dass meine Stimme deswegen länger frage ich dich. Das ist nur Neugier von mir, wie viel Flavor du da noch reinpacken möchtest. Also, du kannst aber einen großen Kopf haben. So groß ist der Kopf, ist ja nur das Doppelte. Ist jetzt nicht 3 Meter breit. Aber es wäre eigentlich lustiger, wenn es klingt, als ob ich Helium in Schuss hätte wie ein Ballon. Also, go for it. Sure. Ich habe Helium inhaliert. Deswegen ist mein Kopf so groß. Du hast auch die Intelligenz von einer Fledermaus. Schade. Wow. Ich wollte gerade sagen, vielleicht kann ich das nutzen, dass ich das ist kein Droide, das ist Polymorph. Das heißt, du übernimmst dir alle Stats, auch die geistlichen Stats. Ich bin ziemlich krass schnell. Ja, das bist du. Schneller als jetzt, in meiner Normalform. Und wie setze ich neben dich auf den Hut? Habe auch nicht, ich habe nicht mehr Wüste. Ich habe beide Platz auf meinem Kopf, mehr als genug. Ich kann nichts mehr tun. Welche Frage wolltest du nochmal stellen, als auf Charakter? Welche Frage ich stellen wollte? Ja, warum sind wir nochmal zum Himmel gegangen? Achso, wir wollten noch fragen. Stimmt. Ach so, ja. Wir wollten gerne einen Handel mit eurer Herrin abschließen. Oder ein Handel? Also, wir wollten mit ihr handeln. Wir sind Reisende auf der Durchreise. Und worum geht's? Was wollt ihr mit ihr handeln? Und wir wollten mal gucken, was wollen wir mit ihr handeln? Wir wollten Informationen austauschen. Ja, stimmt. Informationen? Mit Informationen, die Frau Nachtschatten vielleicht interessieren würden. Okay. Denken wir. Das stimmt, ja. Klingt etwas, ja, was sie bereits in ihrem Besitz hat. Ja, hast du mir gehört. Ja, ja. Ich habe wie WTF 1000 Tode, stimmt gerade. Das ist die chaotische Seite vom Tisch. Sollen wir was nachgucken? Ja. Ich bin ein ziemlich krasser Schmetterling, aber dann ziemlich krasser Armor-Class. Und er murmelt kurz irgendwas vor sich hin, so ein bisschen unnix. Ich denke, ich kann ein Treffen vereinbaren. Ja? Ja, das ist super. Ich denke, ja. Ja? Ja. Wartet kurz hier. Vielleicht können wir auch ein bisschen länger warten, damit ich nicht. Also, es ist wirklich schwierig, die Balance zu halten mit diesem Kopf. Man hat viel Platz hier oben. Du hast wirklich wunderschöne Flügel. Bist du überhaupt durch den Durchgang in diesen Baumstumpf? Bleib ich an der Tür stecken? Also, wollt ihr sie jetzt treffen oder. Vielleicht wäre es besser, wenn wir noch ein bisschen warten, wenn du so Balance-Probleme hast. Balance-Probleme?
eine Stunde ist ganz schön viel Zeit. Das stimmt allerdings. Ich meine, ja. Wir könnten, vielleicht könnte man zumindest einmal nachfragen, ob sie überhaupt schon Zeit für uns hat. Vielleicht ist sie auch gerade beschäftigt. Ja, dann könnten wir vielleicht einen Slot in einer Stunde festmachen, falls sie sonst keine Zeit hat. Und also soll ich fragen, ob sie jetzt Zeit hat oder sonst in einer Stunde? Ja. 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 Oh, okay. Wenn sie gerade Zeit und Luft hat, dann wir wissen, sie ist eine sehr beschäftigte Frau. Okay, würfeln wir 8. Nochmal 4. Also was anderes. Nein, können wir nicht. Ich guck mal, wo sie ist und dann, ich kläre das. Ja, ja. Und alles ihr verbunden, Glückskopf. Vielen Dank! Ihr seht, wie Glückskopf reingeht und auch während er reingeht, die ganze Zeit mit sich selber spricht. Und von sich selber kann nicht mehr reden. Wie soll sie so ihren Zauber wirken? Wie bitte? Sie kann ihren Zauber nicht wirken. Sollen wir ja lieber eine Stunde warten? Jetzt ist zu spät, er ist weg. Okay. Naja, es wird schon irgendwie klappen. Ich meine, wir sind davon ausgegangen, dass es schief geht. Jetzt geht es schief. Es ist genau das passiert, was wir gedacht haben. Alles war doch noch klar. Wir werden alle sterben. Ah, nein. Das wird schon. Das wird schon. Sie ist jedenfalls ein sehr, sehr wunderschöner Schmetterling. Hast du schon gesehen? Nein, sie sitzt auf meinem Kopf. Oh, warte, ich. Ich pack dich. Ich flattere weg. Ich versuche es zu schreiben. Mach mal einen Dexterity-Check. Dexterity? Kann ich üben. Ja, ist auch crap hier. Ich bin die langsamste Schmetterling der Welt. Ich bin auch nicht so schnell. Dexterity-Check. Mhm. Rechne. 12. 8. Du packst dich. Duell der Giganten. Und dann flieg ich runter, damit du sie sehen kannst. Siehst du? Ja, besser als vorher. Ich habe einen weißen Flügel und einen kackbraunen. Wenigstens sind es nur 2 Farben. Und weiß passt zu allem. Kackbraun bin ich, aber weiß passt zu allem. Ja, ich meine, ich finde sie sieht sehr, sehr hübsch aus. Ah ja, okay. Weißt du, wenn ich sie loslasse, fliegt sie weg? Ja, ich meine, vielleicht ein bisschen weg von dir, aber sie wird schon in unserer Nähe bleiben. Ja? Ich meine, nur fange ich sie wieder ein. Ich lasse sie los. Ich flattere. Wohin? Ich flattere. Gibt es da eine Blume in der Nähe? Bestimmt. Dann flattere ich zu einer Blume. Oh mein Gott, ich versuche zu fliegen. Ich fliege daher. Ich glaube, sie verhält sich dann einfach wie ein Schmetterling. Okay. Ich nehme die hässlichste Blume, die es dort gibt. Mhm. So eine richtig, die schon so halb vergilbt und so ein bisschen traurig sieht die aus. Ja. Da setze ich mich hin. Ja, das hat nichts geändert. Nichts. Nichts. Ich bleib einfach so stehen. Moment. Ja. Kannst du auf einem Bein stehen dann? Vermutlich nicht. Okay. Willst du versuchen? Ich versuch's. Schaffst du es oder schaffst du es nicht? Ich schaff's. Oh, sehr gut. Und jetzt hüpfen. Ich schaff's. Okay, aber vielleicht werde ich mich einfach dran gewöhnen. In der Zeit, die wir jetzt noch hier haben. Nein, ich will mich eigentlich nicht dran gewöhnen. Ich möchte, dass mein Hund richtig auf meinen Kopf passt. Auch wenn es als Headpiece auch ganz so süß ist. Es ist wirklich sehr süß. Es ist proportional einfach alles falsch. Ich nehme mein kleines Seil aus meinem Inventory und binde es auf den Schmetterling. Lässt du dir ein Seil um den Hals binden? Wie winzig ist denn dein Seil? Ja, mein Körper ist halt schwierig wegen der Flügel, ne? Oh. Ja, so dass... Wie groß ist der Schmetterling in deiner Welt? Das ist ein normal großer Schmetterling. Ja.
Du bist also... Ich bin 15 cm. Du bist größer als der Schmetterling auf jeden Fall. Ja, ich bin größer. Dein Seil. Ja, halt so fädenmäßig, ne? Also ich habe halt ein Fädenseil. Ist das, also ich habe eine Schnur? Ich habe eine Schnur. Ja, ich habe eine Schnur. Also nein, auf gar keinen Fall möchte ich ein Seil um mich rum haben. Eine Schnur. Auch keine Schnur. Keine Schnur für mich. Macht nochmal beide Dexterity-Checks. Jetzt geht's los. Pass auf. Warte. Ist okay. Du kannst von mir aus einen Acrobatics-Check machen und du kannst einen Angriff machen, Mirabel. Was ist Acrobatics? Das ist auch Dexterity. Ich weiß nicht, ob ein Schmetterling vielleicht, oder eine Fledermaus proficient in Acrobatics Nein, ist. Nein, ich habe aber Advantage on Wisdom Perception Checks. Da hat die auf höheren. Nee, Echolocation, das hast du tatsächlich nicht. Du hast Use the Bad Saber, du hast aber keine Dark Vision und Echolocation hast du auch nicht. Oh. Und den Bite Attack hast du auch nicht. Oh. Weil du ein Schmetterling bist. Dann habe ich überhaupt nichts. Also wenn du sagst Angriff, dann mache ich einfach Proficiency noch drauf. Zu genau. Okay. Ist du dann jetzt auch blöd, die Schmetterlinge? 20 plus 15. 26. 15. Du hast, bist gefesselt. Ich hasse das. Du kannst mal fliegen, aber du bist jetzt wie so ein kleiner Ballon in der Schnur. Du versuchst wegzufliegen und kommst nicht weiter. Hate it. Wir können sie mit reinnehmen. Okay. Ich meine, das ist schon mal gut, wenn wir so zusammenbleiben können. Ich würde dich gerne beißen. Hast du keinen Angriff als Schmetterling? Flügelschlag. Du bist kein Snackbuch. Schlafpuder. Was wäre es jetzt, ne? So nach 10 Minuten oder 15 Minuten kommt Glückskopf zurück und sagt, ja, also ihr könnt euch jetzt treffen. Okay. Oder in einer Stunde. Oh. Was euch lieber. Also, sie hätte jetzt Zeit oder sie könnte auch in einer Stunde Zeit machen. Ja, ich unterhalte mich gerade. Oh, ist noch jemand hier? Nein. Inside-Check. Wo habe ich denn überhaupt Inside? Ja, das ist eine gute Frage. Ja. Skills. Oh, 16. Mhm. 15. Ich meine, ihr seht niemanden. Die Glückskopf sagt nein. Ja, okay, alles klar. Ich dachte, ich hätte jetzt nicht mit irgendjemand anderem sprechen hören noch. Nun, in diesem Fall, ich meine, gut. Die Stände haben wir jetzt uns ja angeschaut. Gibt es sonst noch irgendwelche anderen Touren oder Sachen, die man hier machen kann so lange? Vielleicht das Haus angucken? Gibt es vielleicht so eine Raumtour durch die Eiche? Eigentlich nicht. Ich meine, vielleicht könnt ihr euch die Werkstatt angucken. Ja. Aber ich weiß nicht. Ich fand, das solltet ihr anbieten. Das ist ziemlich cool, wenn man einfach mal so eine Raumtour machen kann. Niemand sonst hat eine tote Eiche irgendwo rumliegen und dann kann man sich einfach mal ein Bild davon machen, wie das aufgebaut ist und wo man raus und rein kann. Ja. Ich meine, das würde super gut funktionieren. Meine ist jetzt nicht mein Haus. Nur das ist vielleicht etwas an der Idee dann, die werden Frau Nachtschatten einmal. Aber ihr habt doch bestimmt den Hut auf, er kann das bestimmt auch entscheiden. Nein, den habe ich nicht auf. Okay. Nein, die werden doch nur manchmal bezahlt. Stimmt. Ja, ich glaube nicht. Okay. Ich denke, wir können vielleicht auch einfach von Nachtschatten drum bitten. Also wollt ihr euch jetzt mit ihr treffen? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es keine so gute Idee ist. Nein, ist es auch nicht. Wir warten noch etwas kurz. Ja, wir wollten eh noch mal zu unserem Lager zurück und was essen. Okay, dann sage ich ihr Bescheid, dass sie in einer Stunde kommt. Ja, meine Würmer habe ich jetzt alle schon gegessen. Wollte ich noch mehr Süßkram? Ja, ich will auch eins probieren. Wenn wir jetzt eh in einer Stunde erst hier sind, dann will ich auch was probieren. Was möchtest du denn probieren? Ich möchte einen von diesem, was sie gegessen hat. Was gibst du dafür? Keine kaputte Schraube. Ich gehe auch zu einem anderen Stall. Ja. Mach das. Was haben wir hier noch drin? Ich habe nicht mehr so viel, ich habe schon alles weggegeben. Tja. Ich habe eine sehr kleine
Hooded Lantern. Mhm. Die kannst du tauschen. Möchtest du einen ganzen Bonbon, den du so halten musst? Oder möchtest du, dass die dir ein bisschen was abschneiden? In mir reicht es, wenn ein bisschen was abgeschnitten wird. Okay. Ja. Und kriegst sozusagen einen Bonbon mit so einem Käferbein drin. Wow. Das ist ganz schön viel. Ja, in deinen Händen sieht das wirklich riesig aus. Würfel einen W8. Vier. Deinen Kopf schultern. Auf das Doppelte der Größe. Au! Oh. Twinsies! Jetzt sind wir dreimal los! Was wollt ihr in der nächsten Stunde machen? Ihr Ballonköpfe. Ich dachte mir, vielleicht sagen wir, weil das war ja alles witzig und so, aber ich dachte mir irgendwann Bescheid sagen, dass es etwas länger dauert. Ich meine, das ist ja noch nicht so, als ob wir, naja, ich meine, der Plan ist immer noch der gleiche. Was stimmt eigentlich? Ja, auch Bescheid sagen. Ja, das stimmt. Und wir können vorher nicht Bescheid sagen. Richtig, weil die Person, die Bescheid sagen soll, nicht Bescheid sagen kann. Wollen wir dann einfach ein paar Runden über den Jahrmarkt drehen, während wir bei noch also drei Wagen machen? Sind drei Wagen? Ui! Glückshoch wollte ich zwischendurch etwas komisch hin, weil du eben noch was vom Lager und zurückgehen und essen erzählt hast. Wir können einfach nochmal über die Brücke gehen. Oh, das ist eine gute Idee. Knarz, knarz, knarz. Ihr seht auch die zweite Brücke, die woanders hinführt, die zu der Eiche direkt führt. Wollen wir da mal hingucken? Ich meine, sicherlich anscheinend schade nichts. Wir sollten doch nicht rübergehen. Hast du was dagegen? Ich klattere. Ja. Sicher. Ja. Wir gehen über die andere Blume. Knarz. Ich kriege wieder ziehe ich so an der Schnur, wenn ich eine besonders hässliche Blume sehe. Ich lasse dich auch manchmal hin. Hier steht vor einer Tür. Das finde ich so spannend. Du kannst an der Tür klopfen, Schmetterling. Hat die Tür ein Schloss? Also nur kann man nicht durchgehen. Achso, nur wenn du durchgehst, okay. Das Schmetterling so im Kopf dagegen. Bonk. Wie eine Libelle, die gegen sich fest auf mich. Wie so eine Motte. Oben in der richtigen Tür seht ihr das nicht. Es geht tatsächlich rein in den Baum und ihr seht halt, die Äste sind so ein bisschen verzweigt. Mhm. Und ihr könnt tatsächlich den Teeraum sehen. Sieht man schon was Spannendes, aufbaumäßig. Dieser Raum befindet sich zwischen Wänden aus verknoteten Wurzeln, durch dessen Lücken ihr den schaurigen, aber schönen Wald sehen könnt. Gegenüber der knorrigen Brücke, die in diesen Raum führt, seht ihr eine geschlossene Tür. Und in der Mitte des Raumes befinden sich vier Sessel und ein kleiner Tisch, auf dem ein Teeservice steht. In einer Ecke des Raumes steht eine bemalte hölzerne Box, aus dessen Seite eine Kugel ragt, was euch an so ein Schachtelmännchen erinnert. Hm, was ist ein Schachtelmännchen? Jack in the Box. Also diese Dinger, wo dann so ein Teil rausspringt, so ein Kantikelchen. Der erste Jumpscare. Das ist der erste Jumpscare. mit dem offenen Teil hier vorne, ist das ein kleines bisschen wie ein Wintergarten? Ja. Und der Teeraum wird immer gut durchlüftet. Das stimmt. Wir sollten nicht einfach reingehen. Nein. Das ist unhöflich. Ja. Ich meine, an sich ist es auch nicht schlimm, aber meistens ist es nicht so gern gesehen. Ja, meistens ist es nicht so gerne gesehen, wenn man uneingeladen in andere Leute Häuser reingeht. Das stimmt wohl. gut zu wissen. Ja. Ich meine, das heißt zumindest, dass man von der einen Tür im Baum abgesehen, ziemlich einfach wieder hier rauskommen. Das stimmt. Vielleicht. Es sei denn, diese Äste fangen an sich zu bewegen und würden einen dann festhalten. Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich gehen sie zusammen und zerdrücken einen dann. Hm. Reizende Vorstellung. Okay. Ich glaube sonst. Willst du noch irgendwas machen in der Stunde? Die wir haben. Wir haben so eine halbe. Was geht unter diesen Köpfen? Nein. Nein. Nein? Okay. Nein.
wahrscheinlich nichts, was ich hier tun würde. So, in einer Stunde. Wir warten einfach ab, bis eine mürrische Käfer wieder auftaucht. Ja, wir warten, bis der Schmetterling wieder zu meiner Schwester wird. Mit genau gleichem schlechten Geschmack. Wartet die hier vor diesem Teeraum, oder? Nö, ich würde, ich wäre jetzt wieder zu der anderen Brücke rübergegangen. Ja, okay. Mhm. Ist eine lange Stunde. Das dauert echt lange. Kannst du mir erklären, warum du diese Tasse so unbedingt haben willst? Sie sieht sehr cool aus und ich glaube, sie ist was Besonderes. Ich meine, wann hat man schon mal eine Tasse, die leicht angebrochen ist, aus dem Zuhause einer Hack? Von wem war die jetzt nochmal? Von Peststo. Ich habe so viel Krams eingesammelt in diesem Haus. Ich habe richtig viel Kram mitgebracht. Und ich meine, jetzt ist sie sogar noch wertvoller, weil sie eine doppelt gestohlene, kaputte Tasse ist. Also wertschätzt du jetzt Sachen, die geklaut sind, noch mehr als Sachen, die du einfach so bekommst? Nein, aber ich meine, hast du schon mal eine doppelt gestohlene Tasse gesehen, die leicht kaputt ist? Die erst aus einem Haus einer Hack geklaut wurde? Ich meine, ich kann jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich bei jeder Tasse, die mir jemals über den Weg läuft, oder die eine, die ich jemals sehe, wie so viele Leute Tassen gesehen, jedes Mal überprüfen würde, wie oft in ihrem Leben sie schon geklaut worden ist. Es gibt Zauber, mit dem man das herausfinden könnte. Ja, bei der Tasse wissen wir es jetzt. In dem Moment seht ihr, wie puff aus dem Schmetterling wieder Caver wird. Ha! Du siehst in dem Moment noch Corins vergrößerten Kopf, kurz bevor er wieder schrumpft. Wie viel? Mirabel hat immer noch einen großen Kopf. Wie viel? Ich meine, weiß ich an, was passiert ist, was die so besprochen haben. Ja. Endlich. Das hat wirklich lange gedauert. Du hast aber schon auch das Ding, du hast auch nur so einen komischen, bitteren Geschmack im Mund. Das ist der Geschmack des Versagens. Du hast auch so ein bisschen... Ich glaube, die da hinten war giftig. Du hast noch so ein bisschen Chitinpanzer dazwischen, zwischen deinen Zähnen da. Ich kann nicht glauben, dass ihr eine ganze Stunde verschwendet habt. Wir können das Signal nicht geben, wenn du nicht da bist. Vielleicht hätten wir keine ganze Stunde verschwendet, wenn du dieses blöde Bonbon nicht gegessen hättest. Colin, weißt du, wie Verwandlungen funktionieren? Nein. Das nächste Mal versuch einfach, mir eine zu scheuern, okay? Wie funktionieren Verwandlungen? Also normalerweise, wenn, ich sag mal, die Lebenskraft der verwandelten Kreatur erschöpft ist, dann kommt man normalerweise zurück in den Ursprung. Normalerweise? Also nicht immer. Ich könnte mich also auch so umbringen. Ja, das wäre es wohl wert gewesen. Eine ganze Stunde. Eine ganze Stunde sitzen jetzt diese armen Kinder in diesem Feld und der arme Will vor diesem Fenster. Ja, das war der Plan. Vielleicht du eigentlich. Ist das nicht cool? Ich kann meine Kapuze leider nicht mehr aufsetzen. Du hast dich auch einen Bonbon geholt. Wir mussten ja eine Stunde auf dich warten. Ich weiß es jetzt. Magie ist noch neu für mich, okay? Du hast so ein paar Jahre damit verbracht. Ich erst... Ja, in dem Jahr, wo du weg warst. Verstehst du, wo du mich zurückgelassen hast? Also ich finde, wir sollten dich nicht umbringen, wenn du ein Schmetterling bist. Es ist ja kein Umbringen. Es ist eher so eine Art Reset. Aber vielleicht bist du das ja und dann wirst du geresettet. Ja, also in dem Moment resettet Mirabels Kopf. Oh, ich will mir kurz wieder aufsetzen. Ist ja gut. Hör auf zu meckern. Ich merke es mir für nächstes Mal. Wenn du das nächste Mal irgendein seltsames Tier... Ich hört das Räuspern von einem der Goblins in der Wir sprechen später darüber. Da! Und auch Glückskopf kommt irgendwann näher und guckt euch an. Willst du die Reise? Ich mach die Kapuze wieder. Wir hatten eine... Frau Nachtschatten empfängt euch jetzt. Hervorragend, wunderbar. Vielen Dank. Das ist bestimmt angenehmere Gesellschaft als meine Schwester. Ich bringe euch zu ihrem Teeraum und er geht über die knarzende Brücke, geht dann über die andere knarzende Brücke und man versucht, drückt euch rein. Und dann wird man nur angemeckert. Wenn wir das Gutes tun, dann wird man angemeckert. Ich finde, wir haben das Richtige getan. Ich bin ein Teenager. Und ihr seid in dem Teeraum. In ihrem kleinen Salon. Was sehen wir da so, außer dem Tisch und den Stühlen? Nicht so viel. Tisch oder wow. Stühle und diese... Steht da schon Tee? Nee, da ist nur das Tee-Service. Oh. Ich zähle die Tassen. Das sind ein paar, also...
4, weil 4 Sessel, 4 Tassen. Martin? Also ich klaue nichts von der Heck. Ich bin nicht so, so verrückt wie ihr. Achso, also wir klauen es zuerst und du klaust es dann. Niemand klaut es. Ich wollte ja nicht, dass es niemand geklaut klaut. Wird. Aber was? Ich wollte es einfach verschenken. Wir wollten was tauschen. Wunderschön. Die Tür öffnet sich mit einem lauten Knarzen und eine kleine alte Frau stöckelt herein. Klar. Sie trägt einen schmuddeligen altmodischen Kragen, der ganz gut zu ihrem Kleid passt, das an eine Puppe erinnert. So ein aufgeplüschtes, mehrere Schichten Kleid. Ihre Haut ähnelt knorriger Rinde und aus ihrem Rücken ragt ein großer Eisenschlüssel, der gleichmäßig tickt, während er sich dreht. Ah, oh, wie bei einer Aufziehpuppe. Oh, okay. Setzt euch, Kinder! Oh, einen wunderschönen guten Abend. Sagt sie mit ihrer Stimme, die euch ein knisterndes Laub erinnert. Lasst uns etwas Tee trinken. Und sie setzt sich. Ich setze mich auch. Sollte ich jetzt auch wieder reden oder wolltet ihr? Wir sind Reisende, auch wenn durchreise. Ja, das hat Glückskopf schon erzählt. Und sie fängt an, die etwas schmutzigen Tassen vor euch zu stellen. Und aus der Teekanne scheint eine dampfende, braune Brühe zu kommen. Sie schenkt jeder Tasse Tee ein. Zucker, Milch. Ich will einfach Zucker nehmen. Sie packt Zucker in deine Tasse. So, ich will beides nehmen. Packt Zucker und Milch in eine Tasse. Packt in ihre Tasse Zucker, auch relativ viel. Und dann nimmt sie, und dann seht ihr, wie neben ihrer Tasse kein Löffel ist, sondern so ein kleiner Hühnerknochen, den sie als Löffel benutzt. Ich setze mich auf den Henkel von meiner Tasse und hole mir meine kleine Tasse von den Pixies raus und schöpfe. Und kriege auch einen Schluck. Mit deiner kleinen Tasse aus der Tasse? Haben wir auch kleine Hühnerknochen zum... okay. Und würdest du bei mir einmal, ich kann den Zucker nicht umrühren. Oh ja, natürlich. So. Ja, wir sind hier auf der Durchreise, weil wir gerne mit Ihnen... handeln wollen? Was wollt ihr denn handeln? Ja, also... Was habe ich, was ihr von mir wollen würdet? Also, zuallererst... ist ja uns alle gestellt, die Frage von wegen so... Nun, Sie haben etwas aus mir gehört und das würde ich gerne zurücktauschen. Ist das so? Was habe ich denn aus dir gehört? Meine Fähigkeit, Geheimnisse für mich zu behalten. Interessant, ja. Was genau, und das hätte ich gerne zurück. Aha. Und wir kommen mit einer Information, die ich wahrscheinlich einfach so rausspreche. Welche Information? Aber es ist immer noch das Gesetz der Gegenseitigkeit. Das heißt, wenn ich diese Information einfach rausplaudere, kriegen wir trotzdem was zurück. Das wäre zumindest nett. Das wäre zumindest nett. Ihre Schwester würde gerne ihr Porträt klauen. Und wir sollen es eigentlich tun. Welche Schwester? Peststroh. Kleine Miststück. Sie hat uns auch genau gesagt, wo wir es finden würden. Und ist das so? Hat sie das? Ja, im Herzen des Baumes, in einem Und warum wollt ihr mit mir handeln, wenn ihr wisst, wo das ist, was ihr braucht? Und also eine der Sachen, die ihr anscheinend braucht? Nun ja, weil wir dachten, vielleicht können wir diese Information einfach dagegen tauschen, was sie von mir haben. Jetzt habe ich die Information schon gegeben. Ja, das ist richtig. Aber vielleicht wollen Sie ja Ihrer Schwester im Gegenzug was auswischen, wobei wir helfen können, weil wir Ihnen nun keins ausgewischt haben. Gegen Pestro habe ich gerade nicht so viel, auch wenn sie etwas von mir stehlen wollte. Was du willst etwas haben von mir? Ich möchte einige Dinge haben. Ich suche Dinge. Was ihr braucht, tun wir das nicht alle. Wir sind des Lebens zum Beispiel. Ich suche unter anderem, ich weiß nicht, ob ihr von ihm gehört habt, Will aus dem Feywild. Ich habe ein paar Plakate im Wald. Oh ja, die haben wir gesehen, tatsächlich. Ja, den suche ich. Bringt ihn mir und dann können wir ihn tauschen. Und die anderen Optionen wären? Ich suche ein Alicorn. Oh ja. Nein. Bringt es mir und ich tausche. Okay. Aha. Und andere Optionen? Ihr könntet mir einen anderen Gefallen tun. Ihr könntet meiner anderen Schwester Endelin einen schlechten Tag bereiten. Das sieht doch super. Der dritten Schwester ist. Aber dann müssen wir auch wiederkommen, oder? Also du ruhig auf
Gegenseitigkeit, dass auch Sie ein Buch des bösen Blutes haben, in dem der Name Ihrer Schwestern drin steht. Wer hat so ein Buch? Pestro. Ah, ist das so? Ja. Hm. Und Ihr Name steht drin. Ist das so? In der Tat. Vielleicht hätten wir Sie denn Schmetterling verwandeln. Mit Pestro werde ich alleine klarkommen. Ich würde mich wirklich drüber freuen, wenn ihr ein Theaterstück von Endelin sabotieren würdet. Oh, sie führt Theaterstücke auf? Ja, sie hat ein eigenes Theater da. Ah. Und ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn ihr ihr den Tag versauen würdet damit. Ein Kronleuchter auf die Bühne stürzen lassen zum Beispiel. Unter anderem, genau. Okay, es gibt viele Möglichkeiten, ein Theaterstück zu versauen. Und wenn ihr das schafft, bekommt ihr auch was von mir. Das, was sie braucht? Ja. Wo ist denn diese Endelin? Naja, in Yon. Ach, haben wir die schon? Die habe ich nicht getroffen. Ja, das ist mir schon. Nee. Also, die habe ich nicht getroffen. Ihr seid im dritten Teil von das Meer. Ja. Das ist auf Deutsch hübend. Anderswo. Anderswo. Ja. Anderswo. Stimmt. Und sie schlürft ihren Tee. Ich schlürf auch meinen Tee. Ja, ich auch. Schmeckt ungewöhnlich. Du hast das Gefühl, könnte aus Kräutern und Pilzen gemacht sein. Deswegen steht auch die Farbe. Ich denke gerade so Pilzsuppe mit Milch. So ungefähr, ja. So Kombucha mit Milch. Oh. Hm. Haben wir einen Deal. Und ihr hört auch, wie das Ticken ein bisschen schneller wird und der Schlüssel sich ein bisschen schneller dreht. Und ja, wir wollten ja eigentlich nichts machen, wo wir wiederkommen müssen. Weil wir so wenig Zeit haben. Ist das so? Das ist natürlich schade. Wie gesagt, ich suche auch noch ein Alicorn und Will aus dem Feywild. Ja, das sind beides wirklich sehr schwierige andere Sachen. Andererseits brauchen wir wirklich deine Fähigkeit zurück. Oh, offensichtlich. Ja. Vielleicht begeben wir uns einfach auf die Suche nach... Nach ihrer Schwester. Ich meine, wir können ja mal gucken, ob wir da hinkommen oder nicht. Ja. Und sie rührt tatsächlich mit ihrem kleinen Knöchlein in dem Tee herum, während sie euch zuguckt und zuhört. Sind das denn die einzig drei Optionen oder haben Sie noch irgendwas anderes? Das sind die drei Sachen, die ich aktuell brauche. Ich verstehe. Tja, weil die anderen beiden Sachen wahrscheinlich unmöglich sind, werden wir wohl einfach ihre Schwester besuchen. Das klingt doch hervorragend. Ja. Und dann müssen wir wohl nochmal herkommen. Ja, das klingt doch gut. Sieht ganz danach aus, ja. Ja, fantastisch. Ja. Gut. Dann haben Sie Dank für den Tee. Ich freue mich darauf, euch wiederzutreffen. Das ist ganz unserer Seite. Und dann würde ich meinen Knochen zur Seite legen, den Tee, den ich nicht angerührt habe. Okay, fertig. Hervorragend. Und dann würde ich als erstes aus dem Raum rausgehen. Und ich würde wohl die Message senden. Aber wenn wir so auf der Türschwelle nach draußen sind, so gerade aus der Tür. Also du siehst, wie das da aussieht. Es gibt keine Türschwelle. Der Raum endet in dieser Brücke. Achso, wenn sie uns hier entlässt, wir uns verabschiedet haben, die ersten Schritte machen. Ist das heimlich? Wenn ich ganz vorne gehe, sodass ich mich nicht sehen kann. Mach einen Stealth-Check. Nicht mit Disadvantage. Ja, okay. Das ist gut, das ist eine 19. Mhm. Alle Leute. Wir würfeln alle und das wird alle sofort erleichtert. Es geht los! Aber welche Message schickst du? Bobby. Ich schicke Bobby. Brick, was auch immer. Bringe Brit! Es geht los, Bobby! Okay. Okay, was machen wir denn jetzt? Ich meine, jetzt können wir gehen erstmal so weiter. Wir haben ja unsere Aufgabe erstmal erledigt und dann warten wir, bis was so passiert.
hinter uns. Weil wenn sie geht, muss sie ja da über den Markt und so. Das würde man ja vielleicht noch sehen. Hm. Geht über die knarzende Brücke. Ja. Und dann so ganz langsam hier so. So, dass man hier noch nach links auf den Markt gucken könnte. Also ihr würdet auf den Markt gehen wollen, oder? Nee, nicht auf den Markt, aber hier so an der Brücke vorbei, dass man so rüberluschern kann, weißt du? Okay. Wollten wir nicht drinnen sein? Ja, das ist vielleicht ein bisschen auffällig, wenn wir in ihrem Haus sind und dann der Alarm losgeht. Ach so, ich dachte, das wäre der Plan gewesen. Aber ins Haus können wir ja so oder so rein, wenn man hinter weg ist. Während ihr da so lang geht, hört ihr tatsächlich das Schreien der Vogelscheuchen. Okay. Ah! 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 Oh Mann, das kann man wirklich nicht behauen. Sehr effektiv. Sehr effektiv. Wie die Frösche. Ja. Okay, hört man, ich würde warten und gucken, ob ich die Zinnsoldaten höre, die wahrscheinlich erlaubt sind. Die hörst du nicht. Die kommen halt aus dem Haus raus. Die gehen nicht an euch vorbei oder sowas. Das, also Vogelscheuchen sind... Wo seid ihr? Hier ungefähr sind, glaube ich, die... Das ist... Nee, also hier auf der Seite. Ja. Das sind die Pumpkins. Die Vogelscheuchen sind hier auf der Höhe. Ach so, ich dachte, die sind auf der anderen Seite. Okay, mein Fehler. Hier ist Westen. Ja, ich bin dumm. Hier ungefähr. Oder sind die hier? Sind diese Figuren? Das könnten die sein, das hier. Okay. Aber wir hören die... Ihr hört die Vogelscheuchen. Ja. Aktuell hört ihr noch keine Zinnsoldaten. Ihr seht sie auch nicht. Das Schreien, das ist das Schreien. Die Vogelscheuchen. Vielleicht hast du sie besser gesehen. Ja, du bist klein. Kannst du vielleicht mal gucken, ob sie noch in ihrem Teezimmer sitzt? Ja, ich fliege schnell hin zu dem Baum und lusche ran. Machst du einen Stealth-Check? Natürlich. Dann mach mal einen Stealth-Check. Habe ich da jetzt durch die Elmkind Advantage drauf, weil ich versuche leise zu sein? Oder ist das was anderes? Soll ich mal gucken? Dann guck nochmal, was die sagen. Wo bist du? Wo bist du? Die Boots. The Boots. Aber ich glaube schon. Ich werde dich schon wieder in die mit einer Hack abschießen. Your steps make no sound. Blah, blah, blah. You have advantage on dexterity stealth checks that rely on moving silently. Ja, okay. Du bewegst dich leise, also. Gut, dann nehmen wir dich mit dazu. Ist gut. Stealth, stealth, stealth. 24. Okay. Du siehst sie nicht mehr. Was ist so? Weg, weg. Okay, ich denke, wir können zurück. Denn wir haben einen Plan. Und den finde ich übel, aber wichtiger als vielleicht deine Fähigkeit sind vielleicht die Kinder. Ja. Okay, gut. Aber wir haben eine Vereinbarung mit ihr. Wir scheißen auf die Vereinbarung. Das geht nicht. Doch, das geht nicht. Nein, das geht nicht. Doch. Ich würde die Tür aufmachen. Machst du die Tür auf? Aber warte. Halt, stopp. Halt, halt stopp. Stopp. Halt. Oh, das sind keine Tricks. Du musst klopfen übrigens, wenn du eine Tür öffnen möchtest. Ja, da ist ja keiner. Ich klopfe. Du klopfst. Ich klopfe, warte, ob jemand was sagt. Nein, sagt niemand was. Dann öffne ich die Tür. Wie hastig gehst du rein? Ich würde ruhig reingehen. Okay. Ruhig und möglichst leise. Flackernde Laternen erleuchten eine chaotische Werkstatt, in der ihr die sanfte Hintergrundmusik eines Glockenspiels hören könnt. Mit den Vogelscheuchen im Hintergrund offensichtlich. Teile von Spielzeug sind auf Tischen angehäuft. Darunter Puppenköpfe, halbgebaute Schaukelpferdchen, unbemalte Holzbälle sowie gefüllte Gliedmaßen von weichen Kuscheltieren. Im hinteren Bereich des Raumes seht ihr einen Ofen, auf dem ein Topf mit geschmolzenem Metall steht. Drei Türen führen aus der Werkstatt und zwei große Ladenfenster überblicken den Markt draußen. Ihr seht also das hier, ihr seht die Tür, aus der ihr reingekommen seid. Hier ist eine Tür, da ist eine Tür und hier sind die großen Fenster, mit denen ihr rausgucken könnt. Und auch alle reingucken. Theoretisch. Ja. drei junge Kinder sitzen um einen hölzernen Arbeitstisch. Der Älteste, ein Drow-Junge, hüpft auf dem Tisch herum mit einem Stück Seife in der Hand, während ein Halbling-Mädchen kichert. Was war der Plan? Wir sollen die Kinder da rausholen. Hi! Das kleine Mädchen erschreckt sich, der Junge guckt auch etwas und guckt direkt bedroht, versucht irgendwas zu finden, aber was er in der Hand hat. Wir wollen nichts tun, wir sind Freunde von Will. Wir sind hier, um euch rauszuholen. So, wir sollen uns beeilen. Ja, so schnell wie möglich. Ja, wir müssen hier raus. Gehen wir es hier auf. Aber wie wollt ihr uns hier raus? Durch die Tür. Idealerweise möchten wir hier einfach raus. Bevor irgendjemand merkt, dass ihr weg seid. Ja. Okay, und der Junge und das Mädchen sind etwas verwirrt, aber wohl okay damit zu gehen. Das dritte Mädchen. Aha. Wo ist sie?
Es ist Nachtschatten. Ah! Oh Gott. Ach nee. Das dritte Mädchen will mitkommen, ist ein Menschenmädchen und das Halblingmädchen sagt, aber ich kann nicht ohne Oink gehen. Ohne Wer ist denn Oink? Oink ist mein Freund. Wo ist er? Im Garten. Wie sieht er aus? Oink ist ein kleines Ferkel. Das weiß man doch vom Namen. Kann ich auf dem Fenster gucken und sehen, ob ich einen erst finde? Nein, du siehst nur den Markt. Oh. Den Garten und Oink siehst du nicht. Vor allem ist der Garten ja auf der anderen Seite. Wie wäre es, wenn ihr schon mal vorgeht und wir kümmern uns um Oink? Nein, ich kann nicht ohne Oink gehen. Oh mein Gott. Dann kommst du mit uns und wir holen Oink und ihr zwei geht schon mal raus. Aber wir können nicht alleine einfach rausgehen. Das stimmt, ihr solltet auch bei uns bleiben. Okay, aber wenn... Okay, I guess. Oder ihr wartet einfach hier und du holst danach ab. Das ist auch eine gute Idee, weil ich meine, hier erwartet man sie, ja? Ja. Lass uns wahrscheinlich ein bisschen Ferkel suchen. Wir gehen jetzt das Ferkel suchen. Ihr wartet hier, wir holen euch auf dem Rückweg ab. Ja. Okay. Mit Oink. Macht mal einen Gruppen-Persuasion-Check. Gruppen-Persuasion-Check? Mhm. Jeder darf mal Persuasion würfeln. Acht. 16? Okay. Habe ich plus 4? Ja. 16? Ich meine, zusammen, ihr seid zusammen 16. Und ihr seht, wie der Junge zu dir geht und sagt, und dir das Stück Seife gibt. Und du siehst einen Abdruck eines Schlüssels auf der Seife. Hier, ich habe, das ist ein Abdruck vom Küchenschlüssel. Oh! Vielleicht braucht, ich meine... Hat einer von euch vielleicht was gesehen, was so aussieht, als ob es wäre, die Fähigkeit von jemandem Geheimnisse zu bewahren? Nein. Das ist auch ein sehr abstraktes Konzept. Okay. 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 Dann suchen wir jetzt erstmal Oink und dann... Okay, vielen Dank. Das packe ich schon mal rein. Das ist aber nur der Abdruck. Ja, ja, ist kein Schlüssel. Aber gibt es hier... Während ihr redet, siehst du irgendwann, wie in der Seite so ein, aus dem Schatten so ein Ball in die Mitte des Raumes kullert. Ein Ball? Ja. Sehe ich da noch ein Kind? Guckst du hin? Siehst du nichts. Seid nur ihr drei hier in der Werkstatt aktuell? Ich lasse einfach Dancing Lights in der Ecke erscheinen. Du siehst nichts. Du siehst, als du in eine andere Richtung guckst, siehst du, wie ein Puppenkopf in eine Richtung guckt, der eben noch nicht in eine Richtung geguckt hat. Oh, Herr Frodo, wir sollten uns einfach beeilen. Ich hasse Puppen. Ihr schreit einfach, wenn ihr Hilfe braucht. Wollen wir vielleicht mit dem geschmolzenen... Ihr könnt einen Perception-Check machen, wenn ihr wollt. Ja. Sicher. Du flatterst in die Nähe von dem geschmolzenen, von dem Topf und du siehst, wie so Tropfen geschmolzenes Metall aus dem Topf. Na, 20? Natural one. Ich habe 19. Du erschreckst dich vor dem Spritzer Metall, flüssigem Metall. Du hast was? 19. Ihr seht beide drei komische graue Wesen. Und als die drei merken, dass ihr sie gesehen habt, laufen sie weg. Corin, wollen wir vielleicht einen Abdruck von dem Schlüssel machen mit dem geschmolzenen Metall? Ja? Wir sollten es wirklich beeilen. Was auch immer das war, es war bestimmt nichts Freundliches. Ja. Es gibt hier auch, also ihr seht auch irgendwo am Schaufenster, seht ihr tatsächlich auch noch Spielzeug, das fertiggestellt wurde. Aha. Ich will trotzdem Oink suchen. Du willst, dann müsstest du in den Garten. Ja, ich warte noch auf meine Kumpanin. Ich meine, Owl hat doch die Küche im Griff, oder? Er hat ja gesagt, er weiß, wie er rein und rauskommt. Aber vielleicht ist es ganz nützlich. Ich nehm's erstmal mit. Du versuchst, die Tür zum Garten aufzumachen und sie ist abgeschlossen. Okay, lass mich das erledigen. Ich mach die verdammte Tür auf. Let's go. Rogue. Das ist eine 23. Oh nein, ich habe mir das aufgeschrieben. Ich habe hier sogar mehr drauf. Ah! Warum habe ich hier bloß plus 9 stehen? Habe ich Proficiency vergessen? Aber doppelte Proficiency draufkommt. Das sind sogar eine 35? Plus hast du denn was? Ja, was hast du jetzt drauf? 25. Oh Gott, sagen. 35 kann sein. Von 23 auf 25? Nein, 25. Ja, du kannst die Tür öffnen. Und ihr seht hier im Garten, kurz schauen, was seht ihr, wenn ihr aus dem Garten rausguckt?
Hat irgendjemand Animal Handling? Ich habe ein bisschen, aber ich habe keine Proficiency. Nope. Das ist genauso viel wie ich. Ich muss die hier benutzen. Ich habe die ganze Zeit so klein und so niedrig gewürfelt. Entlang des umgestürzten Baumes erstreckt sich ein kleines Waldstück, gefüllt mit diversen Pflanzen und Pilzen. An einer Seite weg von euch, wenn ihr rausguckt, sozusagen rechts, seht ihr ein Feld, auf dem Kürbisse wachsen. Daneben ist ein Komposthaufen und auf der anderen Seite, jetzt, wo ihr rausguckt, seht ihr tatsächlich marode Pferche, in denen sich Ziegen und Schweine befinden. Dann seht ihr die schmuddeligen Vogelscheuchen, die an Holzpfählen hängen und schreien. Mhm. Und ihr seht von hier aus auch die eine Tür, aus der ihr rausgekommen seid. Und ihr seht rechts oben von euch einen Balkon, auf dem ihr die Schritte von kleinen metallenen Dingen hört. Hm. Könnten es ein Soldaten sein. Sie waren irgendwo ein Ferkel. Du siehst Schweine, ja. Nehmen wir mit, oder? Genau, es ist eine Ferkel mit Ziegen und eine mit Schweinen. Aber sind bei den Schweinen auch Ferkel dabei? Sieht man da eins? Mach mal einen Perception-Check. Aha, wir suchen nach Ferkel. Ja, wir suchen nach Ferkel. 16. Du siehst ein Ferkel. Da ist es! Was für eine verschwendete Natural 20! Was ist das? Du siehst auch ein Ferkel. Wow! Das ist sehr süß. Siehst du mehr Ferkel? Nein, das ist tatsächlich nur ein Ferkel. Da! Ich hab's schon gesehen. Ich seh's besser als du. Dann nehmt es euch. Ich kann's nicht hochheben. Tiere mögen mich normalerweise nicht besonders. Oh mein Gott! Ich kann's beruhigen. Okay. Seht ihr? Die Tiere sind auch relativ unruhig durch das Geschrei der Vogelscheuchen. Ich flieg zu dem. Und ihr seht jetzt auch, wenn ihr den Pferchen näher kommt, seht ihr auch die Zinnsoldaten, die zu den Vogelscheuchen laufen. Was mögen Ferkel? Schlamm? Alles. Okay. Ich mache mit Druidcraft den Geruch von Schlamm und Dreck vor die Nase des Ferkels. Damit es sich. Die sind in einer Pferche voller Schlamm und Dreck. Ja, ich mache es trotzdem. Ich glaube. Okay. Das passiert nicht. Ich gehe zur Fälschung rüber. Hat wahrscheinlich ein Tor oder sowas zum Aufmachen. Ist auch abgeschlossen? Ja, ja. Okay, alles klar. Also auch fast das Gefühl, dass es fast kaputt geht, als du es öffnest. Ah, okay. So. Oink! Oink, oink, oink! Ich gehe runter. Mach ein Animal Handling. Oh Gott. Da wäre jetzt eine Natural 20 nice. Schön. Eine 13? Oink hört wohl auf den Namen Oink. Oink? Komm her. Hast du etwas, um Oink anzubieten? Was habe ich denn Schönes? Ich habe ein. Ich meine, Oink steht ruhig dazu, du könnt ihn noch packen. Das ist ein Pferd. Es ist vielleicht einfacher als ihn. Ich meine, er wird ein bisschen oinken, aber ansonsten, wenn wir ihn oinken zu den Kindern bringen, wird er sich vielleicht beruhigen. Vielleicht. Du kannst den auch entscheiden. Ich hab einen Ferkel. Okay, und jetzt geht jetzt schnell wieder rein. Ihr geht wieder rein. Möglich. Er ist so groß, mir macht ein bisschen Angst. Aha. Und ihr gebt dem Halbling-Mädchen Oink. Oink! Sie ist sehr glücklich. Okay. Und umarmt Oink und wird dabei auch schmutzig. Okay. Hervorragend. Kennt ihr die, was sie vor uns treffen, die kleine Eiche, die große Eiche? Die kleine Eiche. Die kleine Eiche. Kennt ihr die kleine Eiche? Von nein. Okay. Dann, vielleicht sollten wir sie zur Küche schicken. Schütten? hatten wir hier irgendwie flüssiges Metall, was du erwähnt hast? Ja, ja, ne? In einem Topf auf dem Ofen. Ja. Dann würde ich die Seife nehmen. Und versuchen, diese Form von diesem Schlüssel auszugießen. Ja, dann versuch das mal. Aha. Mach mal. Hast du mal diese Schmiedeausbildung gemacht? Womit machst du das? Ja, da wird ja sicherlich irgendein Apparat sein, was so einen dünnen Strahl. Nein, es ist keine Schmiede. Es ist ein Ofen und auf dem Ofen ist ein Topf mit geschmolzenem Metall. Dann würde ich mir einen Löffel nehmen. Ja. Eine Kelle. Mhm. Und versuchen, diesen Schlüssel sehr genau auszufüllen. Dann mach mal eins leider Fancheck. Oh. 6 ist deine Stärke.
Ich bin nicht schlecht in Decks. Ja. Das sind 12. Hm? Du formst einen Schlüssel. Also du packst Metall in die Seifenform. Okay. Jetzt ist es flüssig in der Seife. Ich brauche auch kaltes Wasser. Das ist ganz gefährlich. Ich brauche kaltes Wasser. Ich habe immer ein Ohr auf die Geräusche hinter uns. Gibt es da einen? Ihr hört tatsächlich aus dem Salon, weil einer der grauen Kreaturen ist in diesen Salon gelaufen, und ihr hört tatsächlich das verzerrte Geräusch einer Melodie. Ein Aufschlafen. Ich zauber einmal Protection of Evil and Good auf dich. Wo weit ist das entfernt? Das ist hier, in dem. Oh nein, ich mach Bless. Ich mach Bless für uns alle. Ihr seid jetzt hier, ja, und aus dem kommt das Geräusch. Ich caste auf hier zwischen uns. Oh, da. Ja, auf unser Ding, da wo wir stehen. Silence. Okay, du zauberst Silence. Ihr hört das Geräusch nicht mehr. Okay, wir würfeln die 8. Oh Mann! Was macht ihr? 4. Okay. Ich halte nichts mehr, also keine Ahnung, was passiert. Wie sag ich dir dann, wenn es passiert? Okay. Vielleicht ist es eh in einer Minute weg. Das war aus dem Teebereich hier, ne? Genau. Okay. Dann, ich würde versuchen, erstmal ein kaltes Wasser für diese Schlüssel zu suchen, damit ich das abkühlen kann und das aushärtet auf jeden Fall schnell. Mhm. Findest du. Und dann dieses schlüsselartige Dingsi frei schabbeln. Mhm. Du hast, der ist noch ein bisschen weich, ja, aber du hast einen Schlüssel. Und dann würde ich Richtung die Herzen des, also in die entgegengesetzte Richtung von dem Song deuten. Und die Tür ist abgeschlossen. Also nur deuten, okay. Ja, ja, nur deuten. Und ich würde auch hingehen, natürlich, okay, aber wenn sie abgeschlossen ist, dann... Sie ist abgeschlossen. Uiuiui. Ja. Was machen wir denn dann, ja, die würde ich alle mitwinken. Also die würde ich schon alle mitnehmen. Ja, wir haben nur 10 Minuten. Ja. 19. Ja, du kannst es aufmachen. Die ist durch. Achso, weil wir sind aber 20 Fuß. Da sind wir schon wieder raus, wenn wir da bei der Tür sind. Ja, ja. Auf was hast du denn das Ding gezaubert? Das heißt, also ich kann das ja auch auf Gegenstände, die ich bei mir trage, zaubern, ne? Du musst, glaube ich. Also auf Leute oder Gegenstände, ja. Das ist recht. Ja. Ich glaube, es nicht auf Leute, sondern Gegenstände oder Orte. Ich glaube, irgendwie so. Das muss man so mitnehmen. Any creature or object inside the sphere. Ah, nee, warte. Inside the sphere, genau. Du musst es hinzaubern, das ist die Frage. Centered on a point you choose within range. Okay, dann ist es an einem Ort fest. Ja. Okay. Was wollte ich jetzt hier sagen? Ich hoffe, man für dich zur Info, die magische Zahl, um Türen zu knacken, ist 14. Okay. Was für dich kein Problem sein sollte. Ich hoffe, wir sind jetzt mehr. Die Tür ist auf. Ja. Alle und ihr seht den nächsten Raum. Ihr seht... Ihr seht... Was bist du? Du bist L7. Ihr seht... 10 bunt bemalte Strukturen, die wie kleine Holzhäuser aussehen, sind an der Wand dieses Raumes aufgereiht. Jedes der kleinen Häuser hat eine 90 cm hohe Tür. Viele Türen sind geöffnet. Alle Türen sind geöffnet. Aus diesem Raum führt eine schmale Treppe die Wand entlang, nach oben. Und am Fuße der Treppe steht eine bemalte hölzerne Box, aus dessen Seite eine Kurbel ragt, was euch an ein Schachtelmännchen erinnert. Ihr hört tatsächlich aus diesem Raum raus den Taktschlag einer Trommel und die Schritte von kleinen metallenen Füßen, aber die halt von hier weg gehen. Sehen wir Gemälde an den Wänden? Nein. Wenn sie sich von uns wegbewegen, würden sie gleich in die Richtung gehen, bewegen sie sich weiter weg von uns. Also sind wir immer noch hinter ihnen. Das ist richtig. Ich überlege, ob wir das Porträt mitnehmen. Wie wollen sie nicht wirklich Flammeisensturm geben? Nein, aber vielleicht brauchen wir es. Wir sind je nachdem, wie groß es ist. Ich guck mal nach, wie groß es ist.
Du willst hoch? Ich fliege hoch. Also ich mache einen riesen Bogen um diesen, also ich versuche nicht in der Nähe von diesem Ding zu sein. Welchen Ding? Diesem Jack in the Box. Von der, ja, okay. Ja, dann schnell fliegst du vorbei, das ist kein Problem. Und guck langsam hoch. Was da ist. Und versuch, das ist halt die Treppe einfach, also die in einen anderen Raum führt. Okay, ja, ich flieg da hoch und aber sofort so ich versuche an der Ecke zu bleiben und leise zu sein. Nichts gesehen zu werden. Die Angst! Diese Angst! Mach ein Stealth-Check, wenn du nicht gesehen werden möchtest. Wir wissen alle, worauf es rausläuft. Ich glaube, das ist aber nicht mit Advantage, weil ich ja auch theoretisch gesehen werden kann. Ne? Deswegen, ja, genau. Ja. Oh, wow. Das ist eine 13. Mhm. Ist besser. Das ist okay. Ist sie überdurchschnittlich? Du siehst von, also, du fliegst ja nicht ganz hoch, oder? Mhm. Ich versuche halt immer zu gucken, und wenn ich irgendwas so auf den ersten Blick siehst du Betten. Okay, wenn ich niemanden sehe, würde ich weiter fliegen. Dieser Schlafraum schmiegt sich in die Äste des Baumes und hat runde Fenster, aus denen man einen hölzernen Balkon sieht. Die Wände entlang befinden sich 10 Kinderbetten mit geflickten Decken und mit Stroh befüllten Kissen. Ein junger Zwerg liegt in einem der Betten, Hustnot und in Schweiß gebadet, während ein anderer Junge ihm den Schweiß mit einem Lappen von der Stirn wischt. Zwei Türen führen aus diesem Raum. Eine führt zu einem Balkon und die andere führt nach unten wahrscheinlich. Wahrscheinlich nicht. Auf dem Bild ist es, glaube ich. Ja, also. Ja, das ist eigentlich noch eine Tür, aber ja, du siehst einfach die Betten dann. Okay. Und eine Tür, die nochmal auf einen Balkon führt. Ist auf dem Balkon irgendwer? Sieht man das? Du siehst die Schemen von kleinen Zinnsoldaten. Okay. Okay. Ich gehe zu den beiden hin. Ja! Das erschreckt sich. Vor allem, also der eine, der. Der bei Bewusstsein. Der, was bist du? Der bei Bewusstsein, der sich um den anderen kümmert. Der kleine Mensch. Erschreckt sich. Nicht erschrecken. Wer bist du? Was bist du? Ich bin eine Fee, das sieht man doch. Mein Name ist Mirabelle. Wie ist deiner? Put. Put. Hallo, Put. Wir sind hier, um euch zu retten. Psch. Und er zeigt auch noch auf dem Balkon, wo zwei Zinnsoldaten stehen. Wir sind hier, um euch zu retten. Ist das so? Ja. Aha. Okay, und wie wollt ihr uns retten? Wollt ihr denn gerettet werden? Ja. Okay. Aber Brotor kann sich gerade nicht bewegen. Kannst du ihn tragen? Nein. Okay. Dann bleibt hier und ich bin gleich mit einer Idee wieder da. Okay. Versucht leise zu sein. Okay. Wie kann ich ihn einschätzen? Sieht er aus, als ob er uns verraten wird? Ich mach einen Inside-Check. Oha. 10. Das ist ein Kind und der will wahrscheinlich hier weg. Ja, ich flieg runter. Und? Was hast du gefunden? Hast du das Porträt gesehen? Oh, da habe ich. Wir müssen eh noch mal hoch. Da ist ein krankes Kind und ein hässliches Kind. Put heißt er. Nicht der Kranke, der andere. Okay. Oh Gott sei Dank, wie gut, dass du nachgeschaut hast. Natürlich können wir nicht hier lassen, wir müssen sie holen. Ja, sie müssen aber, also der Kranke muss getragen werden, der kann nicht laufen. Und oben sind Zinnsoldaten auf dem Balkon. Balkon, auf dem Balkon. Es gibt nur einen. Also muss einer von uns hoch und das Kind holen. Ja, irgendjemand, der tragen kann. Ich kann es nicht tragen. Ich bin nicht besonders leise. Doch! Nein. Ich habe eine Idee. Ich fliege wieder hoch. Du fliegst wieder hoch. Ja. Eine Idee. Und guck dich an und wartet auf deine Idee. Okay, pass auf. Ja. Das macht sich. Ich habe keine Ahnung, setzen Sie jetzt klingelt. Sie schüttelt sich drüber, so dass ein bisschen Feenstaub von ihren Flügeln auf den Kranken fällt. Und zaubert Reduce auf ihn. Okay. Er wird kleiner. Er wird zur Hälfte kleiner, ja. Kannst du ihn hochheben? Nein. Aber er ist jetzt nur halb so groß. Aber er ist schwer und ich bin ein Kind. Er ist nicht mehr so schwer, er ist auch nur halb so schwer, glaube ich. Lass mich nachgucken. Ich bin immer noch ein Kind. Ich kann keine anderen Kinder tragen. Ja, sie wird eine richtig gute Idee haben, wenn wir. Das ist schon klar. Wir schaffen jetzt zusammen. Du nimmst die Beine und ich nehme die Arme. Ich versuche so einen Finger von ihm hochzuheben. Okay, es klappt nicht. Ich habe eine bessere Idee. Ich komme noch runter. Und ich fliege wieder runter. Nach einer Minute wird er übrigens wieder normal kommen. Oh mein Gott. Okay, meine Idee hat nicht funktioniert. Was? Einer muss hoch und ihn tragen.
meinst du auf? Vielleicht kann ich euch nicht helfen. Ja, auch nur plus zwei. Was soll ich sagen? Ich bin Kind. Ja, ja, okay. Okay, dann. Du schaffst das. Du schaffst das. Sei einfach leise. Okay, okay, okay. Pass auf die Box auf. Ich gehe die Treppe hoch. Halt. Du gehst die Treppe hoch. Und hoch. Put ja. Ist weg. Son of a bitch. Aber ihr seht Brutto noch, den Zwerg, der krank, hustend. Hast du nicht was so zwei Gedanken sein? Ja, der eine ist weg. Wo ist er hin? Wo soll er denn hingegangen sein? Ich gucke auch zu dem Balkon hin. Da ist er nicht. Oh mein Gott, was ist denn passiert? Er ist vielleicht einfach verschwunden. Ich bin viel später wieder. Ich gehe zu den kranken Zwergenkind am Bett. Mhm. Und ja. Ich meine, ich habe nicht viel stärker, aber es reicht, mein 10-jähriges Kind hochzuheben. Das ist ein Zwerg. Muss ich gucken, wie, halt wie groß, wie alt Brotor ist. Brotor. Ist das ein ausgewachsener Zwerg oder ist es ein Kind? Ist erst 10. Ach so. Aber er ist ein Zwerg. Zwerge sind sturdy, machen Strength-Check. You can do it. Gut, dass wir jetzt verhoben sind. You can do it. Was war das Problem? Dass man jemand leise sein soll oder dass jemand die Stärke braucht dafür? Ich habe minus 2. Das schaffst du. Das schaffst du. Strength-Check, huh? 13? Das kriegst du hin. Du spürst eine Stärke in dir und du spürst, wie du ihn retten musst und ihm helfen willst und trägst Brotor aus dem Raum. Was konntest du tun? Ist da ein bisschen schwieriger auf der Treppe? Okay. Was? Ist da irgendwo ein Gemälde in dem Raum? Nein. Gut. Das ist ganz schön schwer. Ich würde gerne, während die beiden da oben sind und was auch immer machen, meinen Potion of Advantage trinken. Mhm. Punkt. You gain advantage on one ability check, attack roll, saving throw of your choice während der nächsten Stunde. Mhm. Ich verschwunden. Okay, ich pfeife mir das rein und sehe zu, dass ich alle Kinder beisammen halte. Welche Ability? Oder ist es alle oder musst du einen aussuchen? Ich muss dann einen aussuchen, während, also wenn, du, wenn ich den dann mache, innerhalb der nächsten Stunde. Und dann hast du ja auf alle. Oder nee, auf jetzt beim Trinken one einen of your dann choice. Such dir jetzt einen aus. Ich muss mir jetzt einen aussuchen, ich weiß ja gar nicht, was für Saving Throws kommt. Weil du hast ein Advantage, das heißt, wenn du musst bei dem Trinken von dem Advantage, wenn da steht One of your choice, musst du beim Trinken einen aussuchen. One of your choice that you make within the next hour. Ja. Oder, okay, ich weiß, was du meinst. Das heißt, du hast ihn nur einmal dann, ne? Ich habe ihn nur einmal. Ja, okay, okay, dann ja, ja. Ignoriere, was ich gesagt habe. Okay. Was? Check. Okay, du siehst, wie Corin einen Zwergen... Kind trinken. Okay. Das ist schwer. Okay, gib es mir. Wo ist der andere? Ich habe keine Ahnung. Er ist verschwunden, das Kind oben. Bitte denk an Stage Whispers. Ich vergesse es. Er ist da war kein anderes Kind. Nein, er ist verschwunden. Also da war vorher ein anderes Kind. Er hieß Put, ein Menschenkind. Ich meine, okay, wenn er nicht da ist, können wir ihn nicht retten. Ja, er wird vielleicht irgendwo anders wieder auftauchen. Habt ihr eine Ahnung, wie an die Kinder wenden, habt ihr eine Ahnung, wo Put hingegangen sein könnte? Keine Ahnung. Aber ihr kennt Put. Natürlich kennen wir Put. Okay. Und er ist ein guter. Ja. Okay. Ja? Nein, wenn das ist ein Kinder. Ja, ja. Vielleicht hat er sich versteckt. Ich gehe nochmal hoch. Oh. Ich gehe nochmal hoch. Put? Put? Keine Antwort. Aha. Ich gucke unter den Betten nach. Niemand ist unter den Betten. Okay, ich fliege wieder runter. Ich glaube, er ist einfach verschwunden. Vielleicht und ihr seht in dem Moment, wie die Tür aus dem Garten aufgeht und Scabatha hineinkommt. Oh. Und hinter ihr Put. Ah. Das Kind zuerst. Und ihr hört nur Scabatha, was muss ich hier sehen? Und ihr seht, wie ihr Schlüssel auf dem Rücken langsamer wird. Und langsamer. Und ich würde sagen, hier machen wir für heute Schluss. Ja. Sie müssen gerade sehen, wie wir versuchen, die Kinder zu befreien. Na ja. Put ist tot für mich. Die Tür aus dem Garten? Ja. Ihr seid ja jetzt in der Werkstatt bei den anderen Kindern. Hier. Ja. Ach so. Und diese Tür, die zum Garten, wo ihr euch geholt habt. Ach so, ich dachte, wir sind hier. Ja, ich dachte, wir sind da unten. Ihr seid da gewesen und seid dann zu den Kindern zurückgegangen. Die Kinder hatten wir mitgenommen. Ja, ist ja egal, ob er jetzt da steht oder nicht. Dann ist sie so, oder dann okay. Auf jeden Fall kommt aus der nächsten Tür. Ist ja, alles gut. Okay, alles gut. Ja. Jetzt habe ich es verstanden. Ups, erwischt. Tja, was sagt uns das? Kinder sind doof. Das. Ja, das wusste ich vorher schon.
Ja. Du? Da muss ich mir überlegen, was ich mir alles aufschreiben muss. So, Ach ja. So ist das manchmal. Tja. Tja. Ich glaube, der Zwergenjunge faked nur, dass er krank ist. Ich habe ihn auf dem Arm. Du hast ihn auf dem Arm und dein grober Einblick ist, er ist wirklich krank. Okay, na gut. Du als, bist du proficient in medicine? Ja. Ja, ihm geht's nicht gut. Na gut, er fällt nicht. Es ist nicht, dass er einfach nur die Arbeit schwänzen möchte, okay? So, ihr habt den Schlüssel. Aha. Ihr habt Oink. Ja, auch ganz wichtig. Ups. Sehr. Und das war's auch schon. Mehr habt ihr. Und die Kinder halt. Die ihr noch bei euch habt. Hab ich irgendwas vergessen gerade? Habt ihr irgendwas? Nee, ne? Also, wir haben den Schlüssel auf, die Kinder. Nee, ich glaube, das war so ziemlich. Ja. Wir haben nicht so gemütlich gelootet wie bei Peststroh, weil wir in so einer Zeit vergehen. Okay. Okay. Mal was nachgucken hier. So. Tja. Tja, tja. Kleiner Verräter. Ja, wirklich. Das ist ein 10-jähriges Kind, das Angst hat, dass es schlimmere Konsequenzen davon zieht, wenn es uns nicht verrät. Oder ist es der neue Will? Ich würde sagen, soll. Das nächste Mal, wenn du ein 10-jähriges Kind siehst, dann weißt du Bescheid. Oh, okay. Oh. Mal gucken, wie ihr da wieder rauskommt. Tja. Es gibt wohl nur einen Weg, was? Die brutale Rambo-Variante jetzt. Ich bin gespannt. Den Vorteil, den ihr theoretisch gegenüber ihr haben könntet, habt ihr jetzt nicht. Mhm. Ihre Schwäche konntet ihr jetzt nicht ausnutzen? Nee. Was war mal ihre Schwäche? Das ist mir nicht. Das ist mir nicht, okay. Das hat doch das Karussell Corin verraten. Tja, da hätten wir vielleicht drüber nachdenken sollen. Ja. Was hat das Karussell hier verraten? Ganz am Anfang. Ihr habt vom Anfang ja, das Rätsel vom Karussell erraten und dann haben die Pferde euch die Schwächen der zwei Hacks verraten, die euch betreffen. Dass sie irgendwie getötet wird, während bla irgendwie. Nein, das ist. Das war die andere, okay. Ja, ja, das ist was anderes. Warte. Okay, müssen wir nochmal gucken, aber ja. Ich hab's irgendwo aufgeschrieben. Das habe ich schon wieder völlig vergessen, dass wir am Anfang noch so eine. Da bekommt ihr schon Schwächen geliefert. Ja, ist so lange her. Es ist so lange her. Ich glaube, ich habe mir nur meins aufgeschrieben. Ist ja auch fein, ist ja für dich wichtiger. Da ist es. Sie schläft in einem Puppenhaus und kann sich nicht an die erste Person erinnern, die sie sieht. Ach ja. Mhm. Nach dem Aufstehen. Tja. Tja. Zu spät. Wenn sie es jetzt zweites Mal gesehen hat. Nein, das stimmt. Nein, dann müssen wir sie so brei schlagen. Ist auch eine Möglichkeit. Es ist ja vielleicht auch mal ganz gut, wenn wir nicht immer so viele Deals mit Hacks machen. Wir haben einen Deal mit der Hack gemacht. Ja, aber ich nehme so fake. Ich habe meine Finger gekreuzt. Ah, hast du das? Ja, Mensch. So, das war's für heute. Mensch. Ein bisschen kürzer geworden, aber ich fand, das war gerade eine gute Stelle. Ja. Mhm. Weil den Kampf können wir jetzt auf keinen Fall anfangen. Wer weiß, wie lange das geht. Das kommt ein Kampf. Also, es klingt so, als würdet ihr sie zu Brei schlagen, habe ich gerade gehört. Das ist jetzt mein erster Instinkt. Ja. Gucken wir mal, wie er bei Hacks. Wer wen zu Brei schlägt. Ja, wahrscheinlich werden wir zu Brei geschlagen. Ich habe tatsächlich eine Geschichte davon, mit Hacks Deals zu machen. Ich habe eine Geschichte davon, mit also Hacks zu Brei zu schlagen. Du, ja, ich meine, ich hab, in dem Sinne tatsächlich ja beides dann. Ja, siehst du? Zwar, wir haben schon eine Hack zusammengeschlagen. Ja, zusammengeschlagen. Zu Asche zerbröselt hat sie sich. Opa, davon weiß ich noch gar nichts. Achso, ja, das ist so unser. Hast du auch nie gefragt. Ja.
zu unserem kleinen Pilot. Vielen Dank, ich hoffe, ihr hattet Spaß, dabei Loomlurch zu erkunden. Ihr habt auch ein paar gute Sachen schon gefunden, aber ihr habt nicht für alles von Loomlurch gefunden. Ja, das ist auch ziemlich viel. Wir waren so hektisch auch. Wir haben auch schon den nächsten Termin. In ungefähr einem Monat geht's weiter. Ich glaube, 24. September ist das. Ja. Da geht's dann weiter und dann sehen wir dann, was da so passiert. Mal schauen. Ich bin gespannt. Und ja, diese Woche steht, glaube ich, nichts an. Also nichts Besonderes außer Standard-Screens. Ja. Ja, mir auch nicht. Daher. Ja. Was soll man dazu noch sagen? Guck mal hier, wer so live ist, wo wir euch hinrennen können. Ich sag schon mal vielen, vielen Dank an alle, die dabei waren. Vielen Dank, dass ihr den Abend mit uns verbracht habt. Vielen Dank für Subs, Resubs, für den Raid vorhin von Chamberlain. Vielen, vielen Dank dafür. Danke für all eure Unterstützung. Das macht immer wieder Spaß mit euch hier. Und mit euch hier natürlich auch. Ja. Oh, zum Glück. Und ja. Schön zu raten noch, ne? Ich würde sagen, wir raiden Walker, weil bei Walker wird Shadowrun gespielt. Oha. Yes. Geht's direkt weiter mit Tabletop? Yes. Ich hoffe, die spielen noch ein paar Minuten ich länger. Ich glaube schon, das geht noch ganz gut aus. Dann ich muss hier nur kurz hinkommen, das lädt ja immer hier ein bisschen länger. Der könnt ihr auf jeden Fall schon mal liebe Grüße. Ja, liebe Grüße an Walker, toller Typ. Ich habe immer wieder Spaß mit ihm zu spielen. Du durfst ihn auch kennenlernen. Yay! Yay! Und ja, habt einen wundervollen Abend und einen wundervollen Start in die kommende Woche. Ich hoffe, ihr habt alle wundervollen Sonnenschein und etwas Leckeres zu essen an diesem schrecklich traurigen Montag, weil Montag ist morgen. Und wir sehen uns nächste Woche. Yes! Auf Wiedersehen! Tudelo! Tschüss! Bye!